Ja. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, meine Damen und Herren, es ist mir eine besondere Ehre, Sie zu unserer heutigen fünfjährigen Geburtstagsfeier zu begrüßen. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle Frau Christina Rau begrüßen, die extra aus Berlin hier zu uns gekommen ist. Besonders begrüßen möchte ich auch die Vertreterin der Landesregierung, unsere Staatssekretärin Annette Storsberg, den Vertreter der Bundesregierung, Herrn Dirk Meier, die Vizepräsidentin des Landtags, die gleich hier hereinschneien wird, Angela Freimuth, den Vorsitzenden unseres Kuratoriums, Karl Schultheiß. Ja, über 15 Landtagsabgeordnete, die hier heute anwesend sind. Rektoren, Prorektoren, Rektorinnen, Prorektorinnen von fünf Universitäten und nicht zuletzt den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und Künste, in deren schönen Gebäude wir uns heute hier befinden, Herrn Professor Wolfgang Löwer. Und er möchte kurz eine kleine Begrüßung sprechen. Sehr geehrter Herr Barton, sehr geehrter Herr Schneidewind, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Storsberg, sehr geehrter Herr Meier, sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums, unter ihnen grüße ich besonders herzlich Sie, sehr verehrte Frau Rau, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Magnifizenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Ihre Zusammenankunft aus Anlass der fünften Wiederkehr des ersten Gründungsjubiläums der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft hier in dem schönen, von Hans Schippert gestalteten Haus der Akademie begehen. Liebe Frau Rau, ich hoffe, Sie finden es nicht anmaßend, wenn ich unterstelle, dass Ihr Ehemann an dem Gedanken Gefallen gefunden hätte, im Karl-Arnold-Haus der Wissenschaft die Entwicklung der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zu feiern. Dass ich Sie als Hausherr hier begrüße, ist nicht so fernliegend. Die Akademie versteht sich heute als ein Ort, der offen für Forscherinnen und Forscher ist, unabhängig davon, ob Sie zu seinen Mitgliedern zählen, ob Sie als exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Vortragende in unseren Vortragsveranstaltungen sind. Wichtig ist der Akademie, dass unsere Akteure den offenen Austausch suchen, Wissen als reversibel einschätzen und den Horizont des gegenwärtigen Wissens verschieben wollen. In Hochglanzbroschüren würde man vom Think Tank der Gelehrten sprechen. Wir mögen es lieber eine Nummer kleiner. Wir begnügen uns mit der Tugend der Offenheit im Denken. Wenn Sie, Magnifizenz Radke, mir diese Anlehnung an das Leitthema Ihrer Universität erlauben. Und gerade eine solche Offenheit im Denken ist ja auch für die Veranstaltung wie die heutige keine schlechte Voraussetzung. Sie denken heute sicher an die Zukunft, denken aber auch gewiss zurück. Die Gründung eines gemeinsamen Daches für das mehr zufällig Vorfindliche, dessen gemeinsamer Nenner die Landesmitfinanzierung der Wissenschaftszweck ist, war bei völlig divergenten Themen natürlich nicht ohne Risiko, wenn man sich von der organisatorischen Zusammenfassung einen Mehrwert erschafft, erwachsen können. Nun, wenn man sich die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gemeinschaft heute anschaut, ist klar, dass die Gemeinschaftsbildung eine Maßnahme der Qualitätsverbesserung sein kann. Voraussetzung ist natürlich, dass sich ein Esprit de Corps bildet, der die gemeinsamen Beschlüsse etwa zur Qualitätssicherung oder zur Kooperation oder der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht als Fremdintervention begreift, sondern als sinnvolle, auch im eigenen Haus zu fördernde Maßnahmen. Bei Leibniz hat man gesehen, dass das Experiment erfolgreich sein kann. Ich bin überzeugt, dass Sie auch solche Gemeinsamkeiten finden
und die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zu einer Nordrhein-Westfalen schmückenden Marke machen. Als Präsident der Akademie der Wissenschaften und der Künste kenne ich jedenfalls einen wichtigen Schritt, den Sie eingeleitet haben und den wir mit unserem Sachverstand gerne begleiten: die Evaluation der einzelnen Mitgliedseinrichtungen. Ich weiß, es ist nie angenehm, Gegenstand von Evaluation zu sein. Es ist mit viel Arbeit verbunden und man trifft auf lauter Besserwisser, die sich doch eigentlich um ihren eigenen Kram kümmern könnten. Aber, meine Damen und Herren, wir haben keine bessere Alternative und insgesamt ist eine Evaluation dann doch hilfreich, weil ein ungetrübter, vorurteilsloser Blick von außen auf eine Einrichtung geworfen wird. Mit etwas zeitlicher Distanz erkennt man als Evaluierter zumeist, dass es eben doch nützlich war. Heute dürfen Sie sich vor allem freuen, dass die ersten Schritte der Gemeinschaftsbildung gelungen sind. Sie haben sie eine Handlungsstruktur gegeben mit Organen, die leistungsfördernde Gemeinsamkeiten zu entwickeln helfen. Ich wünsche Ihnen dabei eine glückliche Hand und hoffe sehr, dass auch bei Ihnen die mathematisch-naturwissenschaftliche Besonderheit zu beobachten sein wird, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So. Ja, vielen Dank, Herr Professor Löwer. Fünf Jahre JDF, wie konnte es dazu kommen? Sie haben alle auf Ihren Plätzen eine kleine Broschüre gefunden. Da finden Sie sozusagen den offiziellen Zeitstrahl, was so alles passiert ist. Aber ich möchte Ihnen heute einfach mal vielleicht aus persönlicher Sicht schildern, was denn da so alles passiert ist. Es begann eigentlich so 2012, 2013, dass hier in Nordrhein-Westfalen Diskussionen begannen, wie können wir die Situation der außeruniversitären Forschungsinstitute verbessern. Und nach langwierigen Diskussionen entstand dann im Landtag NRW eine überparteiliche Initiative, diese Institute zusammenzufassen unter der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Und dann ging das plötzlich rasend schnell, das heißt, es gab einen Kabinettsbeschluss, es ging durch den Landtag und dann saßen wir alle in der Villa Horion und haben hier die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft gegründet, am 2. April vor 5 Jahren. Und als sich dann so in den Gesprächen herauskristallisierte, wer das vielleicht als ein Duo, die den Gründungsvorstand bilden sollte, nämlich Uwe Schneidewind und ich, ja, da haben wir mal überlegt, wer sind wir so? Und wenn man sich das mal anschaut, dann stellt man fest, Uwe ist Rheinländer, ich bin Westfale. Uwe ist Protestant, überzeugter Protestant, ich bin Katholik. Uwe ist Wirtschaftswissenschaftler, ich bin Ingenieur. Uwe ist Ex-Unternehmensberater. Einer der wesentlichen Gründe, warum ich damals aus der Industrie in die Hochschule zurückgegangen bin, waren ziemlich zermürbende, ermüdende Diskussionen mit Unternehmensberatern in meinem Bereich. Von daher dachte ich so, oh ja, das wird spannend. Ja, das war auch die Hauptaussage in meinem ganzen Umfeld. Das reichte von, das ist sehr herausfordernd bis zu, das hat einen sehr ungewissen Ausgang, um es jetzt mal diplomatisch zu formulieren. Aber ich habe dann auch mir so die Frage gestellt, gut, wie oft in deinem Leben wird eine Forschungsgemeinschaft gegründet? Wie oft hast du die Chance, da mitzugestalten? Und dann fielen irgendwann die Würfel. Uwe und ich haben uns in die Augen geguckt, haben gesagt, wir versuchen das. Und daraus ist eine wunderbare Zusammenarbeit, ich würde sagen auch eine Freundschaft geworden. Manchmal passiert das so, Gegensätze ziehen sich an. Ja, jetzt ist so die Gestaltung einer Forschungsgemeinschaft, das ist nicht unbedingt so das Leben auf einem Ponyhof. Da treffen natürlich auch gewisse Gegensätze aufeinander. Da gibt es Institute, die ja auch so in ihrem Gründungsmythos, in ihrer DNA drin haben, dass sie eigentlich diesen universitären Vorgaben entfleuchen wollen. Da geht es um Befristung von Verträgen, Fakultätsräte, das Ganze, was so die Bürokratie an Universitäten ausmacht.
Und dann gibt es da natürlich eine Ministerien, und die sind natürlich ordnungspolitisch komplett anders sozialisiert. Das ist also ein sehr spannendes Feld, was sich da auftut. Dann haben wir natürlich die Institute, die alle auf ihre Individualität pochen, aber natürlich auch die Notwendigkeit, eine Gemeinschaft zu bilden, um gemeinsam aufzutreten. Und in diesem ganzen Spannungsfeld haben wir als JTF immer wieder vermittelt, versucht zu vermitteln, einen Ausgleich zu finden. Und ich hoffe, das ist uns auch einigermaßen gelungen. Unsere Mitgliederversammlungen haben jetzt nie das Ausmaß von Debatten im britischen Unterhaus angenommen. Das war also alles sehr viel friedlicher, sehr viel angenehmer. Nichtsdestotrotz ist in diesem Umfeld ist dann der Merkel-Index entstanden. Das war nämlich immer dann, wenn irgendjemand etwas machte, was wir, sagen wir mal, auf der Skala irgendwo zwischen suboptimal und schädlich einsortiert haben. Und dann in den E-Mails von Uwe dann an mich kam, mach die Merkel, halt den Mund, zieh's durch. Und das war dann ein Merkel-Index-Punkt. Das war so ein kleiner Wettbewerb innerhalb des Vorstandes. Ich komme da gleich nochmal dazu. Ja, auf jeden Fall, wir hatten also die Forschungsgemeinschaft gegründet, sind dann 2014 sofort in eine Erweiterung gegangen von 13 auf 15 Institute, und das ist auch die Forschungsgemeinschaft, wie sie sich heute darstellt. Wir haben dann 2015 hier in den Räumen der Akademie eine Geschäftsstelle etabliert und den Vorstand komplettiert. Da kam Ramona Fels zu uns, die eine enorme Dynamik in die Gemeinschaft gebracht hat und in meinen Augen die Frau mit dem höchsten Merkel-Index ist, die ich bisher getroffen habe. Sie zieht die Dinge wirklich gnadenlos durch, auch wenn man öfter mal schlucken muss. Genau. Ja, also wir waren dann in der Akademie der Wissenschaften und haben dann angefangen, ein Corporate Design zu entwickeln in den Landesfarben Grün und Rot, Nordrhein-Westfalen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Und dieses Logo ist auch so ein bisschen das Sinnbild der Gemeinschaft. Diese großen und kleinen Punkte, die dann irgendwo das Land und NRW formen, das ist so das Sinnbild für diese großen und kleinen Institute, die dann irgendwo diese Gemeinschaft gebildet haben. Und wir haben dann auch 2015 mit den Evaluierungen angefangen. Zusammen mit der Akademie der Wissenschaften wurde das ganze Evaluierungsverfahren entwickelt. Mein Institut gehörte zu den ersten, die evaluiert wurden, und da ging mein Merkel-Index auch wieder deutlich hoch. Mittlerweile haben wir das Verfahren deutlich professionalisiert. Wir haben jetzt mit der EVALAG, dann mit der ASIIN und jetzt demnächst mit der AKU, mit der österreichischen Akkreditierungsagentur, das Verfahren aufgestellt, weiter professionalisiert, und mittlerweile hat es doch ein hohes Maß an Akzeptanz in der Wissenschaftsgemeinschaft, aber auch bei den Instituten gefunden. Ja, wir haben auch 2015 angefangen, Veranstaltungen zu machen. Das begann dann hier noch im kleineren Kreis. Wir haben die erste Veranstaltung hatte 60 Besucher. Die letzte Veranstaltung zur Elektromobilität, da mussten wir bei 240 Zusagen ablehnen, weil wir dann überfüllt waren. Heute fast 400 Anmeldungen, also von daher, das scheint sich sehr positiv zu entwickeln. Ja, wir sind dann, 2016 hatten wir unseren ersten offiziellen Auftritt im Landtag. Man muss sagen, da sitzen viele unserer Freunde. Wir haben seitdem regelmäßig Gespräche im Landtag, in den Landtagsfraktionen und finden hier großzügige Unterstützung. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Vielen Dank an alle, die hier auch anwesend sind. Ja, 2016 haben wir auch eine neue Reihe gestartet, JTF vor Ort. Das heißt, wir gehen an die Orte der Institute, an die Standorte der Institute und machen dort kleinere Veranstaltungen. Das kann ein Jubiläum sein, eine Lesung. Wir waren beim UN-Klimagipfel in Bonn. Wir haben mit der IHK in Duisburg was zusammen gemacht und. Hier geht es darum, die JTF an den Institutsstandorten bekannter zu machen, aber auch den Instituten Möglichkeiten zu geben, bekannter zu werden. Ja, wir haben auch die Außendarstellung deutlich professionalisiert. Sie sehen hier exemplarisch einfach mal die Jahresberichte. Wer sich also für ausführliche Darstellungen interessiert, kann die gerne mitnehmen. Die liegen vorne auch
aus. Und schließlich haben wir auch begonnen, jenseits der wissenschaftlichen Zusammenarbeit uns zu vernetzen. Das ist ein sehr wichtiges Instrument, gerade die außeruniversitären Institute haben eine Menge Fragestellungen, wo sie voneinander lernen können, wo wir auch externe Experten hinzugezogen haben. Das sind dann so Dinge wie die von allen geliebte Datenschutzgrundverordnung, Seminare zu Personalrecht, Beschaffungswesen und ähnlichen juristischen Fragestellungen. Also da findet sich die Gemeinschaft auch immer sehr gerne wieder. Ja, 2016 haben wir dann auch ein ganz wichtiges Gremium etabliert, unser Kuratorium unter dem Vorsitz von Karl Schultheiß. Und ich habe selten ein solches diverses Gremium erlebt, wo Vertreter aus allen Parteien, aus den Medien, aus der Wirtschaft, von Forschungsförderern, Verbraucherzentrale und zusammensitzen und obwohl sie alle unterschiedlicher Meinung sind, sich in kritischen Diskussionen alle irgendwo wieder verständigen und am Ende wirklich an einem Strang ziehen und die JTF nach vorne bringen. Wir haben hier exzellente Kontakte bekommen. Das Kuratorium ist immer für uns da, immer Ansprechpartner. An der Stelle herzlichen Dank allen, die sich da engagieren. Ja, wir haben dann auch in einem längeren Prozess Leitthemen etabliert. Wir haben hier dann 4 Leitthemen identifiziert. Wir werden gleich zu den Leitthemen Vorträge hören. Sie haben Möglichkeiten, sich gemeinsame Projekte anzuschauen draußen, hier im Bereich der Ausstellung. Ich möchte sie jetzt nicht einzeln durchgehen. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir hier versuchen, so ein bisschen die Dualität der Entwicklung abzubilden. Nordrhein-Westfalen ist ein großes Industrieland. Andererseits brauchen wir eine lebenswerte Umwelt. Das ist natürlich das zu vermitteln. Wir wollen exportieren, wir profitieren von einer globalisierten Welt. Wir müssen aber auch Integration erbringen. Wir haben Städte und Infrastruktur mit sich wandelnden Anforderungen. Wir haben die Chancen und Risiken von Digitalisierung für unsere Gesellschaft. Und das sind so die Themen, die uns inhaltlich bewegen. Wie gesagt, Sie werden gleich Fachvorträge dazu noch hören. Sie können sich da auch entsprechend in der Ausstellung informieren. Ja, wir haben dann auch entsprechende Netzwerktreffen veranstaltet. Aus denen sind unter anderem diese Gemeinschaftsprojekte resultiert, die wir Ihnen draußen vorstellen. Und schließlich haben wir natürlich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben hier regelmäßig, gibt es einen Newsletter, den können Sie gerne abonnieren, geben Sie uns kurz Bescheid. Wir haben hier die 12-Thesen-Broschüre, wo man sehr knapp und knackig verstehen kann, was wir eigentlich tun. Image-Broschüre, wo wir die Institute vorstellen. Also eine ganze Reihe von Dingen haben wir an der Stelle getan. Ja, und wo stehen wir jetzt heute eigentlich? Das sind nur die nackten Zahlen. Wir haben 15 Institute, 1400 Mitarbeiterinnen. Wir haben derzeit knapp 100, das sind die Zahlen von 2018, knapp 100 Millionen Euro Umsatz, von denen 17 Millionen institutionelle Landesförderung sind. Das heißt, wir haben den größten Hebel aller Forschungsgemeinschaften. Und jetzt könnte ich Ihnen ganz viel erzählen, aber damit ich nicht so viel quatsche, haben wir da mal etwas vorbereitet. Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Forschung made in NRW. Wir sind in NRW zu Hause. Mit 15 unabhängigen Instituten, 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 100 Millionen Euro Gesamtumsatz geben wir hier anwendungsnahe Spitzenforschung eine Heimat. Um die Zukunftsthemen unserer Zeit zu bearbeiten, holen wir Forschungsmittel aus Wirtschaft, Bund und Europa hier zu uns nach NRW. Wir sind breit vernetzt und agieren international. Unsere Arbeit wird regelmäßig von unabhängigen Gutachtergruppen evaluiert. Wir sind sehr gut beraten. Ein Kuratorium aus den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Medien unterstützt in strategischen Fragen. Wir schreiben Nachwuchsförderung groß. Jährlich betreuen wir Hunderte von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten in unterschiedlichen Fachgebieten. Wir teilen unsere Forschungsergebnisse
und vermitteln sie an unsere spezifischen Zielgruppen und in die breite Öffentlichkeit. Was genau wir inhaltlich machen? Wir glauben an die Zukunft und forschen deshalb interdisziplinär zu folgenden vier Leitthemen: Städte und Infrastruktur, Industrie und Umwelt, Gesellschaft und Digitalisierung, Globalisierung und Integration. Wir schlagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Forschung made in NRW für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. So. Ja, wenn Sie jetzt auf die Datei gucken, dann werden Sie feststellen, dass die von heute Morgen 8.30 Uhr ist. Das hat durchaus Nerven gekostet. Aber ich glaube, wir können zufrieden sein mit dem, was wir da erreicht haben. Ja, wo wollen wir denn überhaupt hin? Es gibt natürlich noch einiges zu tun. Wir wollen auf jeden Fall natürlich die interne Vernetzung innerhalb unserer Institute verstärken. Wir wollen die Anbindung an die Universitäten. Hinter der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft stehen ja 6 nordrhein-westfälische Universitäten. Die wollen wir verstärken. Wir wollen uns regional und inhaltlich erweitern. Als Westfale bin ich der festen Überzeugung, dass es im nahen und fernen Osten, also in Paderborn, Bielefeld, Münster, Siegen, vielleicht auch exzellente Forschung gibt. Von daher hoffen wir auf eine regionale Erweiterung und wir wollen es auch inhaltlich zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung vielleicht auch erweitern. Ja, in Zeiten von Fake News und dem ja, sehr einfachen Denken, den einfachen Antworten, die überall verbreitet werden, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Wissenschaft auch laut wird und ihre Ergebnisse nach außen präsentiert. Das werden wir auch weiterhin sehr stark tun. Wir wollen auch das noch auch die Nachwuchsförderung stärken und werden einen vielleicht Nachwuchspreis entwickeln. Ja, und wir wollen zukünftig stärker mit unseren Leitthemen nach außen treten. Sie sehen hier heute Beispiele dafür. Und wir werden auch Leitthemensprecher definieren, die dann unterhalb des Vorstandes auch diese Themen stärker nach außen tragen. Ja, persönliches Fazit. Mir haben die letzten 5 Jahre jenseits des Merkel-Index viel Spaß gemacht. Ich hoffe mal, dass wir es auch nicht allzu schlecht gemacht haben. Zumindest war die Mitgliederversammlung der Meinung, dass wir das ganz gut gemacht haben. Herr Schneidewind und ich sind heute Morgen wiedergewählt worden. Von daher dürfen wir die Forschungsgemeinschaft auch die nächsten 5 Jahre begleiten. Und ich möchte den Dank an diejenigen, die uns unterstützt haben, die Abgeordneten des Landtags, Mitglieder des Kuratoriums, die Mitarbeiterinnen des Ministeriums, allen Mitarbeiterinnen der JTF und allen, die uns vor und hinter den Kulissen unterstützt haben, zum einen Dank sagen, aber sie auch gleichzeitig bitten, uns die nächsten 5 Jahre weiterhin so toll zu unterstützen. Vielen Dank. Und als nächsten Programmpunkt darf ich das Grußwort der Landesregierung durch Frau Staatssekretärin Annette Storsberg ankündigen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Barton, ganz herzlichen Dank für diese wirklich inspirierende und sehr schön gestaltete Übersicht über das bisherige Wirken der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Löwer, den ich jetzt hier unten noch erahne, dafür, dass Sie uns hier in der Akademie der Wissenschaften und der Künste für dieses wunderbare Ereignis eine Heimstatt bieten.
Sehr geehrte Frau Rau, ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihren Weg heute hierher gefunden haben. Das ist sicherlich eine große Wertschätzung. Sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Johannes Rau Forschungsinstitute, die ich eben auch schon draußen sicher zu einem guten Teil begrüßen durfte. Ich fühle mich Ihnen immer noch sehr verbunden und habe mich sehr gefreut, Sie hier wiederzusehen. Sehr geehrte Damen und Herren des Kuratoriums, die die Geschicke der Forschungsgemeinschaft hier begleiten, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Sie haben es natürlich schon erwähnt, dass die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft heute wirklich auf den Tag genau 5 Jahre alt ist. Und dazu gratuliere ich Ihnen sehr, sehr herzlich im Namen der Landesregierung und auch ganz persönlich und auch im Namen unserer Ministerin, Frau Pfeiffer-Pönsken, die sehr, sehr gerne heute hier dabei gewesen wäre. Aber wie das manchmal im politischen Leben so ist, die Sitzung des Kabinetts wurde zeitlich verlegt und dann passte es leider nicht mehr. Und deshalb darf ich Ihnen aber ganz herzliche Grüße von ihr überbringen. Ich habe auch gerade im Foyer schon festgestellt, dass wir heute noch ein Geburtstagskind unter uns haben, nämlich das BIC, das heute auf den Tag genau, wenn man mir das richtig referiert hat, 25 Jahre alt wird. Das ist natürlich auch, finde ich, ein Glückwunsch und einen Applaus wert. Ja, wer seinen 5. Geburtstag feiert, ist natürlich noch relativ jung und hat noch viel Vorsicht. Sie haben uns schon einen Ausblick gegeben, was die Zukunft alles bringen wird. Umso bemerkenswerter finde ich aber, wenn man diese relativ kurze Zeit von 5 Jahren beleuchtet, was Sie in diesen 5 Jahren schon alles bewirkt haben. Und Sie haben das gerade in dem sehr anschaulichen Beitrag ja sehr schön auch verdeutlicht. Und ja, ich freue mich auch persönlich, dass ich in meiner früheren Funktion als Vorsitzende der Mitgliederversammlung, die ich über mehrere Jahre hin betreuen durfte, auch Gelegenheit hatte, die Institute und natürlich auch das Geschick der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft insgesamt kennenzulernen, schätzen zu lernen und auch ein bisschen selbst begleiten zu dürfen. Das war mir eine ganz besondere Freude. Weil ich weiß, wie viel ganz konkretes Engagement hinter dieser Entwicklung steht, freue ich mich heute natürlich ganz besonders, Ihnen zu diesem Geburtstag zu gratulieren und ihn auch mit Ihnen zu feiern. Viele der Wegbegleiter aus dem Bereich der Wissenschaft und der Politik haben den Weg hierher heute deshalb gefunden. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was ist in den letzten 5 Jahren passiert, aber Sie haben das eben schon so anschaulich begleitet, dass ich da nur noch ein paar kurze Schlagworte drauf werfen möchte. Ich bin ja auch in vielen Gremien bundesweit unterwegs für das Land Nordrhein-Westfalen und da kann ich in Ergänzung zu dem, was Sie gerade vorgestellt haben, sagen, dass sich diese Marke Johannes Rau eben auch schon bundesweit doch sehr weit herumgesprochen hat und man immer wieder darauf angesprochen wird. Und von daher glaube ich, dass ich diese Erfolgsstory, die Sie gerade uns nahegebracht haben, auch unter diesem Aspekt noch weiter verstärken kann, dass wir damit nämlich wirklich große bundesweite Aufmerksamkeit entwickelt haben. Die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft, Sie haben es eben erwähnt, sind in einer großen thematischen Bandbreite unterwegs. Sie verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und sie versucht mit Erfolg, die großen Zukunftsthemen in den Blick zu nehmen. Sie haben eben auf die 4 Leitthemen hingewiesen, unter denen sich das Ganze abspielt. Und das, glaube ich, war eine der Wegmarken, die Sie beschritten haben, dass Sie es geschafft haben, sich unter diesen 4 Leitthemen zu vereinen, was angesichts der Heterogenität der Johannes Rau Forschungsinstitute sicherlich kein ganz einfacher Weg war.
Und unter diesem Dach und im Rahmen vielfältiger Kooperationen erforschen die Institute den Wandel von der, und das ist für Nordrhein-Westfalen ja auch ein wichtiger Aspekt, von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Und ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wesentlich, dass wir die Unterstützung der JRF in dieser Hinsicht haben. Ich habe mir noch ein Beispiel herausgesucht oder mit den Kolleginnen und Kollegen herausgefiltert, was ich Ihnen einfach mal nahebringen will, weil sich darin sehr, sehr viel konkretisiert von dem, was die JRF ausmacht. Ein Beispiel ist die interdisziplinäre Junior-Forschungsgruppe, die sich unter dem Titel Wasser in der Stadt der Zukunft vereint hat. Das ist ein wichtiges und das ist auch ein sehr komplexes Thema, das die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen verschiedenen Disziplinen erfordert. Es spricht im Kleinen viele Aspekte von Veränderung an, mit denen sich unsere Gesellschaft im Großen konfrontiert sieht. Das ist einmal die Transformation der Städte. Das ist deren Einbettung und Zusammenwachsen in großen Ballungsräumen. Das ist die Zukunft der Wasserwirtschaft und es ist die Frage nach unserem zukünftigen Umgang mit dieser kostbaren Ressource. Einige der Beispiele, die man alleine mit dieser einen kleinen Facette der JRF verbinden kann. Die drei daran beteiligten Institute, das FIW, das ILS und das IWW, vereinen ihre Fachkompetenz, vertiefen zugleich ihre Vernetzung, das ist ja ein Thema, das sie sich auch weiter auf die Fahnen schreiben, und verbinden das, und das ist uns ja auch allen, glaube ich, sehr, sehr wichtig, mit der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Mit diesen Schwerpunkten der JRF gibt sie wichtige Impulse zur Bewältigung großer technologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Neue Ideen und revolutionäre Erfindungen können aber nur dort entstehen, wo talentierte und bestens vernetzte Köpfe frei denken und auch entdecken können. Die Politik, und als einer ihrer Vertreter bin ich ja gerne heute hier, hat die Aufgabe, sie darin zu bestärken, indem sie der JRF ein gutes Umfeld und gute Arbeitsbedingungen schafft. Ich bin überzeugt, dass die Institute von der Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen und auch ihrer Zusammenarbeit unter dem Dach der JRF sowie, liebe Frau Fels, das möchte ich hier auch noch anklingen lassen, natürlich auch dank der kompetenten Unterstützung durch die JRF-Geschäftsstelle sehr, sehr profitiert hat. Die JRF trägt im großen Rahmen dazu bei, dass Forschung für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, und Sie haben es auch im Abspann gesagt, made in NRW, einen ausgezeichneten Ruf hat. In Deutschland, aber auch in Europa. Das heutige Jubiläum der JRF ist eine ganz ideale Gelegenheit, dies zu würdigen. Dafür danke ich allen, die dazu beigetragen haben, weil der Kern der JRF sind natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Instituten. Danke aber auch allen, die die JRF auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben und wünsche Ihnen natürlich für Ihre Zukunft alles, alles Gute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Storsberg, für diese netten Worte, die Sie an uns alle gerichtet haben. Mein Name ist Ramona Fels. Ich betreue hier die Geschäftsstelle der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und komplettiere den Vorstand. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an Sie persönlich. Ich bin heute vor allem hier, um diesen ersten Teil der Veranstaltung ein wenig zu moderieren. Und ich habe schon gehört, dass mir ein bisschen ein Ruf vorauseilt, nämlich, dass ich ganz genau auf die Zeit gucke. Das heißt, wir werden jetzt weitermachen mit unseren Impulsvorträgen. Sie haben schon gehört, wir haben 4 Leitthemen, also haben wir auch 4 Impulsvorträge, damit Sie auch ein bisschen inhaltlich näher gebracht bekommen, was die JRF tut, an was sie forscht. Und vielleicht ergeben sich
ja einige Anknüpfungspunkte für Ihre Arbeit. Ich würde deshalb jetzt auf die Bühne bitten, Herrn Professor Siedentopf, wo ist er? Hier vorne, ganz genau, und überreiche jetzt hiermit den Staffelstab für die erste Präsentation zum Leitthema Städte und Infrastruktur, die 10 Minuten dauern darf. Vielen Dank, Frau Fels. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Storsberg, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Rau, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, sprechen wir über Städte und Infrastruktur. Urbane Infrastruktur, das ist mein Eröffnungssatz, ist viel mehr als nur Daseinsvorsorge. Sie ist Vehikel sozialer Teilhabe, sie garantiert eine hohe Lebensqualität, sie ist ein zentraler Baustein für die Transformation, die ökologische Transformation zur Nachhaltigkeit und sie ist natürlich auch Grundlage für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unserer Städte und Regionen. Die Bereitstellung einer in diesem Sinne zukunftschaffenden, zukunftgestaltenden Infrastruktur steht aber vor sehr großen Herausforderungen. Und hier ist zuallererst die vielerorts prekäre Situation des Infrastrukturbestandes anzusprechen. Eine Turnhalle, in der schon lange kein Ball mehr rollt, sei hier sinnbildlich für den Zustand vieler Infrastruktursysteme, vieler Einrichtungen angeführt. Das heißt, wenn wir über Infrastruktur der Zukunft sprechen, müssen wir zunächst mal über Reparatur, Instandhaltung und Erneuerung sprechen, auch wenn das zunächst mal etwas trivial daherkommt. Das Thema ist aber nicht trivial. Nach Daten des Kommunalpanels der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, beträgt der wahrgenommene Investitionsrückstand in den deutschen Kommunen im Jahr 2017 159 Milliarden Euro, 26% davon alleine entfallen auf Nordrhein-Westfalen. Sie sehen die größten Rückstände, die größten Probleme im Bereich der Bildung, im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, aber auch in öffentlichen Verwaltungsgebäuden, beispielsweise im Brand- und Katastrophenschutz, in der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, im Bereich Sport, Kinderbetreuung oder auch der Informationsinfrastruktur, werden wir in den nächsten Jahren große Summen investieren müssen, um zunächst einmal die Instandhaltungsrückstände aufzuholen. Die tatsächlichen Investitionen sind aber gerade in einem Land wie NRW viel zu gering, um das schnell zu bewerkstelligen. Nach Daten der Bertelsmann Stiftung sind in vielen kreisfreien Städten und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2016 weniger als 200 oder sogar weniger als 100 Euro pro Einwohner an Sachinvestitionen getätigt worden. Nur mal zum Beispiel, zum Vergleich, in Deutschland beträgt der Durchschnittswert für das gleiche Jahr etwa 350 Euro pro Einwohner und in Bayern, einem anderen Flächenland, sogar 550 Euro pro Einwohner. Das zeigt, glaube ich, die Dimension der Herausforderung hier nochmal eindrucksvoll auf. Infrastruktur der Zukunft heißt aber natürlich nicht nur Erneuerung, sondern auch Ausbau infolge von Wachstum. Unser Land, Nordrhein-Westfalen, ist in den Jahren nach dem Zensus 2011 stärker gewachsen als in den 30 Jahren zuvor. Allen voran in Köln, in Düsseldorf, in Münster, in den Oberzentren, aber auch in vielen suburbanen, vorstädtisch geprägten, ländlich geprägten Regionen gab es in den letzten Jahren enorme Bevölkerungszuwächse und das setzt natürlich das Infrastruktursystem unter Druck. Die Bedarfsplanung der Kita, der Schulversorgung müssen nach oben angepasst werden und wem sage ich das, der öffentliche Verkehr, der Straßenverkehr ist schon längst am Limit angelangt, nicht nur in Köln, Bonn oder Münster. Drittens sehen wir die Aufgabe einer weitreichenden Transformation unserer Infrastruktursysteme vor uns. Ich habe hier mal das Beispiel Emscher-Umbau, ein sehr gelungenes Projekt hier aus der Nachbarschaft, als ein Beispiel verwendet. Die Frage ist, welche Anforderungen stellt der Klimawandel, welche Anforderungen stellt die Digitalisierung, die Energiewende an die Weiterentwicklung, an die umgestalteten Umbau unserer Infrastruktursysteme? Welche Lösungsansätze lassen sich hier aufzeigen? In der Forschung werden 3 zentrale Anforderungen formuliert. Erstens die Schaffung resilienter, das heißt robuster, adaptiver Infrastruktursysteme im fortschreitenden Klimawandel.
Das Bild, das ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt, wie man beispielsweise mit Niederschlagswasser bei großen Starkregenereignissen im Siedlungsraum umgehen kann, also Schaffung von mehr Rückhalteraum. Zweitens erfordert die digitale Transformation die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir so etwas wie smarte Dienstleistungen und vernetzte, datengestützte Informations- und Steuerungssysteme installieren können. Dann sind wir beim Thema Breitbandausbau. Wir haben sehr schmerzhaft zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Markt alleine, dass die Privaten alleine einen flächendeckenden Ausbau eben nicht bewerkstelligen können. Also auch hier sind weitere öffentliche Investitionen in der nächsten Zeit zu tätigen. Und drittens, die Energiewende und die Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft verlangt es, dass wir die Netzinfrastruktur im Bereich Energie, im Bereich Mobilität umbauen, transformieren. Nur so, glaube ich, ist es realistisch, die Klimaziele, die Ziele, die Anliegen einer klimaneutralen Mobilität und Energieversorgung in den nächsten Jahren, oder zumindest mittelfristig, zu erreichen. Beispiele hier, der Umbau der Verkehrsinfrastruktur für mehr Radfahren, andere Mobilitätsformen oder auch die Installation von intelligenten Stromnetzen, Smart Grids sind hier vielleicht geeignete Beispiele. Die Institute der JTF befassen sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen und ich möchte Ihnen jetzt einige wenige beispielhafte Projekte vorstellen. Aber zunächst mal die Fragestellung, was tun wir, welche Leitfragestellung adressieren wir in diesem Schwerpunkt Städte und Infrastruktur? Da geht es, ist die Folie ein bisschen verrutscht, so glaube ich, ist es richtig. Da geht es zunächst mal um die Entwicklung innovativer Infrastruktur. Das heißt, um die Entwicklung neuer Technologien, neuer Verfahren, aber auch die Befassung mit den Barrieren, wie diese Verfahren, diese Methoden, diese Technologien in die Praxis eingeführt werden. Also die Implementationsforschung ist ein wesentlicher Baustein. Zweitens geht es um soziale Innovationen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass viele Infrastrukturprojekte, nicht nur große Autobahnen, Flughäfen, mit sehr starken Akzeptanzproblemen in der Öffentlichkeit zu kämpfen haben. Im Umfeld, aber teilweise auch darüber hinaus. Das heißt, wir brauchen Innovation, wir brauchen andere Verfahren, mehr Partizipation, Teilhabe, um Akzeptanz und Gemeinwohlorientierung zu erreichen. Und drittens muss man an dieser Stelle auch über neue Finanzierungswege nachdenken, die uns die Möglichkeit geben, Infrastruktur zukunftsfähig, nachhaltig zu finanzieren. Jetzt kommen die schon angekündigten Projektbeispiele. Frau Staatssekretärin hat gerade dieses Projekt schon angesprochen. Es ist eine Junior-Forschungsgruppe mit dem Titel Wasser in der Stadt der Zukunft. Und hier geht es um ein integriertes Monitoring- und Steuerungssystem für eine wassersensible Stadtentwicklung. Was kann man sich darunter vorstellen? Die drei Doktoranden des IWW, des FIW und des ILS haben aus einer interdisziplinären Perspektive ein methodisches Rüstzeug entwickelt, um Projekte der Siedlungsentwicklung, aber auch der Wasserwirtschaft in einer frühen Phase auf ihre wechselseitigen Auswirkungen zu untersuchen. Und dieses Dashboard, was wir hier sehen, zeigt eben eine Anwendung, eine beispielhafte Anwendung auf, wo Entscheidungsträger aus diesen beiden Bereichen eben in einer sehr frühen Projektphase zentrale Wirkungsindikatoren einer Planung aufgezeigt bekommen. Ein zweites Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte, trägt den schönen Namen Donaupart. Hier geht es um die Frage von sozialer Innovation. Nochmal, viele Projekte im Infrastrukturbereich erfreuen sich nicht unbedingt großer Beliebtheit in der Öffentlichkeit. Im Gegenteil, sind mit starken Vorbehalten, mit Ablehnung konfrontiert. Und wir erproben in diesem Projekt gemeinsam mit dem Wuppertal-Institut, also ILS und Wuppertal-Institut, wie man mit solchen mit so einer Skepsis gegenüber öffentlicher Planung umgehen kann. Und wir setzen hier auf das Instrumentarium des Empowerments. Empowerment meint, Betroffene von Planung in die Lage zu versetzen, sich effektiver zu artikulieren, in Planung zu artikulieren und damit auch teilzuhaben, ihre eigenen Vorstellungen in die Planung mit einzubringen. Gemeinsam mit der Stadt Dortmund, mit in Quartieren in der Stadt Dortmund, erproben wir, wie das konkret im Quartier funktionieren könnte. Drittens müssen wir über neue Finanzierungswege nachdenken. Nicht nur, weil viele Infrastrukturprojekte sehr teuer sind und auch nur mit öffentlicher Finanzierung denkbar und vorstellbar sind, sondern auch, weil der Boden, auf dem viele Projekte
realisiert werden müssen, in den letzten Jahren immer teurer geworden ist, ausgehend von einem schon sehr enormen Niveau. Und ich möchte Ihnen das beispielhaft an der Landeshauptstadt Düsseldorf zeigen. Wenn Sie hier auf die rechte Abbildung schauen, das sind die Veränderungsraten der Bodenrichtwerte, das sind also die mittleren Kaufpreise für Bauland, die in den Jahren 2011 bis 2017 teilweise in einigen Stadtgebieten um 60% und mehr angestiegen sind. In 6 Jahren 60% und mehr. Und das erschwert natürlich eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturvorhaltung. Denn viele Kommunen haben nicht mehr besonders viel eigene Liegenschaften, die sie für Infrastrukturprojekte verwenden können. Eine Kita auf einem Parkhaus mag eine sehr kreative Lösung dieses Problems sein. Sie zeigt aber auch die Nöte vieler Kommunen, eben ausreichend Flächen für die Infrastrukturplanung vorhalten zu können. Seien wir uns an dieser Stelle auch bewusst, dass öffentliche Investitionen in Infrastruktur private Vermögen steigern können. Sie können sie natürlich auch reduzieren, denken Sie an Fluglärm oder Verkehrslärm, aber viele Projekte, U-Bahn-Ausbau beispielsweise, die Schaffung neuer Grünflächen, haben Bodenpreiseffekte. Das heißt, die betroffenen Eigentümer werden reicher, wenn man es mal etwas salopp formulieren mag, ohne eigenes Zutun, weil sie im Umfeld eines solchen Projektes ein Grundstück haben. Und nur teilweise gelingt es eben, solche Immobilienwertsteigerungen abzuschöpfen. Hier könnte man eventuell aus dem Ausland lernen, denn in vielen Staaten wird das sogenannte Tax Increment Financing eingesetzt, das vereinfacht formuliert so funktioniert, dass öffentliche Infrastrukturvorhaben mit den erwarteten projektbedingten Mehrerträgen der Grundsteuer finanziert werden. Das setzt natürlich übertragen auf Deutschland voraus, dass wir ein Grundsteuersystem haben, das bodenwertsensibel ist. Und das ist derzeit noch nicht der Fall. Sie kennen die Debatte über die Reform der Grundsteuer. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Damit bin ich am Schluss meines Vortrags. Meine Vision ist so etwas wie eine Infrastrukturagenda für Nordrhein-Westfalen und die Institute der JTF bieten sich hier Wirtschaft, Politik, Gesellschaft als Diskurspartner, als Forschungspartner an. Ich glaube, wir müssen die Erneuerung, den Ausbau, den Umbau der urbanen Infrastruktur als eine integrierte Aufgabe in unserem Mehrebenensystem verstehen und praktizieren. Wir müssen ganz wichtig die kommunalen Haushalte sanieren. Nur finanziell gesunde Kommunen können sich den komplexen Zukunftsaufgaben stellen, die vor uns liegen. Und wir müssen in dem Zusammenhang auch über andere, über neue Finanzierungswege nachdenken. Und wir müssen die Menschen mitnehmen. Das klingt trivial, aber es ist überhaupt nicht trivial. Wir müssen Akzeptanz für Neues schaffen. Wenn wir über Infrastrukturtransformation sprechen, dann geht es natürlich auch um Veränderung. Um eine Veränderung ganz konkret im eigenen Lebensumfeld, im Wohnumfeld. Und hier müssen die Menschen mitgenommen werden. Ja, zu meinem letzter Satz, die Institute der JTF werden und wollen dazu auch in Zukunft Beiträge leisten. Wir freuen uns auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Herr Siedentop, das war tipptopp. Das war auf den Punkt genau. Herzlichen Dank dafür. Wir haben uns das jetzt so vorgenommen, diesen ersten Teil, dass wir eben nicht die Impulsvorträge alle vier hintereinander abspulen oder eben die Grußworte alle gleich zu Beginn haben, sondern wir haben uns einfach gesagt, wir machen das im Wechsel. Daher freue ich mich jetzt als Vertreter der Bundesregierung, Herrn Dirk Meier auf die Bühne zu bitten. Er ist Leiter der Zentralabteilung im Bundesumweltministerium und spricht ein kleines Grußwort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Rau, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Storsberg, lieber Herr Barten, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Frau Vizepräsidentin, lieber Herr Siedentop, meine Damen und Herren, der Einladung an die Freunde und Förderer und Wegbegleiter der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft zum 5-jährigen Jubiläum zu folgen, ist mir eine große Freude und das in, wie einige hier in diesem Saal wissen, in allen drei Rollen. Natürlich auch in Ergänzung der Rolle als Vertreter der Bundesregierung. In dieser Rolle allzumal darf ich Sie ganz herzlich von Frau Bundesministerin Svenja Schulze grüßen, eine der Geburtshelferinnen
dieser besonderen Forschungsgemeinschaft. Und natürlich freue ich mich persönlich, an alter Wirkungsstätte dabei sein zu dürfen bei dieser Geburtstagsfeier. Es ist für mich natürlich auch ein bisschen wie eine Familienzusammenkunft. Vor 5 Jahren durfte ich im damaligen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung daran mitwirken, die Initiative aus dem Landesparlament zu verwirklichen. Insofern gehört ganz besonders Karl Schultheiß in den Kreis der Geburtshelfer. Lieber Karl, das war dein Anstoß seinerzeit und insofern ist das auch im besonderen Maße deine Geburtstagsfeier. Herzlichen Glückwunsch also der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Ich freue mich sehr, heute hier an diesem Ort zu diesem Anlass mit Ihnen gemeinsam feiern zu dürfen. Meine Damen und Herren, am Sonntagabend habe ich im Berliner Ensemble die Inszenierung von Bert Brechts Galileo Galilei gesehen. Der Schlussmonolog, gesprochen und gespielt von Jürgen Holz, hat mich einmal mehr beeindruckt oder episch ausgedrückt zur Erkenntnis gebracht. Gestatten Sie mir daraus ein Zitat. Galilei sagt darin im Rückblick auf den Widerruf seiner Entdeckungen vor der Inquisition und am Ende seines Lebens, ich zitiere, der Verfolg der Wissenschaft scheint mir besondere Tapferkeit zu erheischen. Sie handelt mit Wissen, gewonnen durch Zweifel. Wissen verschaffend über alles, für alle trachtet sie, Zweifler zu machen, aus allen. Und etwas weiter, ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Zitat Ende. Dieser Monolog, meine Damen und Herren, enthält noch sehr viel mehr. Das ist eine große Wiederentdeckung gewesen und ich empfehle allen, den Bücherschrank sozusagen heute Abend wieder zu bedienen. Es ist gerade auch, was den Mut der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betrifft, im Angesicht des globalen Rechtspopulismus ein Monolog mit erschreckender Aktualität. Die genannten Zitate machen jedoch deutlich, was den Geist der 15 Institute der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ausmacht, nämlich die tapfere Erkenntnis durch Zweifel und das Ziel, Fortschritt für uns Menschen zu erleichtern. Was das, meine Damen und Herren, für Städte, ländliche Räume und Infrastrukturen bedeutet, das haben wir eben gerade gehört. Vielen Dank dafür, Herr Professor Siedentopp. Übrigens ein Feld, das uns gerade im Bundesumweltministerium umtreibt und bewegt. Insofern hätte es auch ein wunderbarer Vortrag in unserem Haus sein können. Vermutlich war das historische Momentum Landes- und Stadtentwicklung in Zeiten der Elektrifizierung und Elektronifizierung von Mobilität neu zu denken, nie greifbarer als heute. Und vermutlich sind es die kommenden Jahre, die darüber entscheiden, ob wir die Weichen Richtung Nachhaltigkeit in der Mobilität stellen. Den Menschen also Lebensräume zurückgeben oder nur einen technischen Antrieb durch einen anderen austauschen und durch Rebound-Effekte unsere Probleme sogar noch verschärfen. Die Chancen, wie in Ihrem Beitrag auch dargelegt, Mobilität in digitalisierten Zeiten neu zu denken, also Verkehre zu ersetzen, zu optimieren, ländliche Räume wieder an, statt abzuhängen, urbane Räume wie in Kopenhagen neu zu öffnen, sind riesig. Dieses Momentum allerdings verlangt von uns allen Gestaltungswillen. Den Willen, Industrie und Umwelt wieder konsequent zusammenzudenken. Den Willen, etwa aus den Herausforderungen des Klimawandels neue Impulse für eine dekarbonisierte Industrie zu machen. Kohlerückzugsregionen nicht abzuhängen, sondern zu Orten neuen Aufbruchs zu machen. Den Willen, aus der klimagerechten Transformation eine sozial gerechte Transformation zu entwickeln. Meine Damen und Herren, ein solches Momentum war es wohl auch, das Johannes Rau in seiner Zeit genutzt hat und ihn zu Recht vor 5 Jahren zum Namensgeber dieser Forschungsgemeinschaft gemacht hat. Seine Entscheidungen als Wissenschaftsminister 1970 fortfolgende haben das Fundament gelegt, um aus Nordrhein-Westfalen den größten europäischen Wissenschaftsraum zu formen. Für ein Land der Kumpel und Arbeiter war das für wahr eine Revolution. Es hat scheinbar vorgezeichnete Lebensbahnen von vielen Menschen an Rhein und Ruhr und Lippe geöffnet, Lebensbahnen zu Lebensentwürfen gemacht.
Diese Brücke in eine neue Zeit hat die Politik von Johannes Rau später als Ministerpräsident noch ein weiteres vielbeachtetes Geländer hinzugefügt, das ebenfalls eine Brücke schlägt zu dem, was Sie eben gesagt haben, Herr Siedentopf. Nämlich das Geländer der kulturellen Anerkennung von Lebensleistungen, etwa im Bereich vom IBA-Emscher-Park. Die Bewahrung und Neunutzung des industriekulturellen Erbes war und ist die anerkennende Verbeugung für jene, die dort vielfach mit jungen Jahren zu arbeiten begonnen hatten. Und bis heute gibt dieses Geländer Halt und zeigt, wie man Menschen von der einen in die andere Epoche begleiten kann. Auch das war und bedeutete Versöhnen statt Spalten das Motto der Regierungszeit von Johannes Rau. Vor diesen und ähnlichen politischen Wegscheiden des Strukturwandels stehen wir heute wieder. Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel fordern uns auf eine andere, aber eben doch wieder ebenfalls grundlegende und vielleicht fast umstürzende Weise heraus. Wieder brauchen Menschen und Regionen neue Antworten, Brücken in die Zukunft, weil die großen transformativen Notwendigkeiten, Frau Storsbeck hat es angesprochen, unsere Art des Lebens, des Arbeitens, des Konsumierens und des Kommunizierens verändern. Wir brauchen wieder Brückenbauer, wieder brauchen wir Anerkennung von Lebensleistungen, wieder brauchen wir Versöhnendes gegen das Spaltende. Und wieder, meine Damen und Herren, brauchen wir die Wissenschaften, Institute wie die der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft, die inter- und transdisziplinär zwischen Wissenschaft und Praxis, forschend, brückenschlagend, sich aktuellen und zukunftsorientierten Themen annehmen und zuwenden. Die Leitthemen Städte und Infrastrukturen, Industrie und Umwelt, Gesellschaft und Digitalisierung, Globalisierung und Integration, genau das sind Ihre Themen, genau das sind unsere gemeinsamen Themen. Es sind, meine Damen und Herren, die Themen dieses besonderen Bundeslandes, das wir unter einem Brennglas Fortschritt, aber eben auch Bruchkanten der Moderne sichtbar werden lässt. Es sind die Themen, die uns auf der Bundesebene beschäftigen und deren zum Teil streitigen Diskussionen doch eigentlich auch nur deutlich machen, unter welchen tektonischen Spannungen unsere Zeit erneut steht. Meine Damen und Herren, 5 Jahre sind ein noch nicht einschüchterndes Jubiläum. Die Themenkreise indes können es sein. Aber genau das ist es, was dieses Land auch ausmacht. Mit Respekt, aber ohne Angst, nächste Schritte zu gehen. Das Bundesumweltministerium hat zu vielen der 15 Institute enge und ergiebige Beziehungen. Die Bundesregierung hat es auch. Und wir spinnen gerade, Herr Barton, wieder Fäden zu der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft und ich darf daran mitwirken. Sie sind uns wichtige Ratgeber und unerschrockene Vermittler von Erkenntnissen und umso mehr schätzen wir, dass und wie Sie im Geiste Ihres Namensgebers nächste Herausforderungen annehmen. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne setze ich auf viele neue Brückenschläge von NRW nach Berlin in den kommenden 5 Jahren und freue mich auf weitere gemeinsame Etappen, auf denen Sie und wir, wie Brecht im Galileo sagte, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz verbessern. In diesem Sinne herzlichen Dank und ein freundliches Glück auf. Lieber Herr Mayer, vielen herzlichen Dank für das Grußwort der Bundesregierung. Ich darf jetzt auf die Bühne bitten unseren Vorstandskollegen Professor Uwe Schneidewind, der jetzt einen kleinen Impulsvortrag zum Thema Industrie und Umwelt halten wird. Das passt ganz gut, denn er ist auch Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Ja, meine Damen und Herren, für mich ist das schon ein ganz besonderer Moment, hier heute zu stehen. Als Vertreter einer Wuppertaler Einrichtung, nicht nur aufgrund dieser inspirierenden Zusammenarbeit in dem Vorstandsteam, ich glaube, das ist deutlich geworden, diesem extrem anregenden Austausch in dem Kreis der Verantwortlichen der 15 Institute, das ist immer wieder eine faszinierende, auch interdisziplinäre Reise, sondern auch aufgrund dieses sehr, sehr produktiven Zusammenspiels mit dem Ministerium, mit den Vertretern im Landtag und dem Kuratorium. Denn es wurde, ich
ich glaube, einige Male schon deutlich gemacht, so eine Forschungsgemeinschaft auf den Weg zu bringen, ist eine herausfordernde Aufgabe und braucht genau diese Form des produktiven Zusammenspiels. Eben nicht nur deswegen, sondern weil wir eben ein Institut sind in der Geburts- und Heimatstadt Johannes Raus, dem wir unsere eigene Gründung verdanken als Wuppertal-Institut. Es ist damals Johannes Raus gewesen, der das Gefühl hatte, dieses Land braucht einen Think Tank, der sich mit den immer intensiver werdenden Energie- und Umweltfragen auseinandersetzt und der auch derjenige ist, dem die Stadt Wuppertal ihre Universität zu verdanken hat. Und umso mehr, und das schließt den Bogen für heute, freut mich, dass mit Lambert Koch der aktuell amtierende Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz hier im Raum ist. Einmal aufgrund Wuppertaler Verbundenheit, aber ich finde auch ein ganz, ganz starkes Signal für die enge Verbindung dieser Gemeinschaft mit der Hochschul- und Universitätslandschaft in NRW. Und mich freut, und das ist die Überleitung jetzt zu dem zweiten Schwerpunktthema Industrie und Umwelt, dass wir gerade als Wuppertal-Institut mittendrin sind an einem Thema, das nicht nur von der Schlüssel heraus, nicht nur eine Schlüsselherausforderung für das Land NRW bedeutet, sondern in gewisser Weise im Kern auch steht der Frage, ob in Deutschland dieses faszinierende und fast gigantische Projekt einer Energiewende, einer dekarbonisierten, hochleistungsfähigen Volkswirtschaft gelingen kann. Denn das entscheidet sich letztlich an den Schlüsselindustriestandorten in diesem Land. Sie werden das gleich sehen, die befinden sich insbesondere in NRW. Denn das Ziel muss ja nicht sein, weitere Industriemuseen in NRW zu schaffen, sondern diese hochleistungsfähige, energieintensive Industrie in den nächsten 25 Jahren auf einem Weg hin zu einem im Wesentlichen dekarbonisierten Industriezeitalter zu begleiten. Und das ist eben eines der Kernthemen der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft, eben nicht nur unseres Institutes, sondern vieler der Institute, die mit Schwerpunkten im Ruhrgebiet, im Rheinischen Revier und im Rheinland unterwegs sind. Und wenn man sich die Herausforderung anschaut, dann sehen Sie, dass heute über die Summe gerechnet in diesen Grundstoffindustrien weltweit 20% der CO2-Emissionen anfallen. Sie kriegen hier links ein Gefühl dafür, welche der Industrien, die gerade auch in NRW eine Schlüsselrolle spielen, einen besonderen Anteil daran haben. Und die es nun geht mit Innovation, mit Forschung, mit Transfer in ganz konkrete industrielle Anwendungen auf dem Weg in ein möglichst dekarbonisiertes NRW und Industrieland NRW und eine dekarbonisierte Welt mit auf den Weg zu nehmen. Wenn wir uns das für NRW ansehen, hier mal am Beispiel der Standorte der Stahlerzeugung, Sie kriegen ein Gefühl dafür, warum NRW eine solche Schlüsselrolle spielt. Und das können wir für viele der anderen, denken Sie an das große Chemiecluster, für die anderen dieser Grundstoffindustrien in ähnlicher Weise zeichnen. Das ist die Herausforderung. Wo sind die Lösungsansätze? Und das hat einmal viel mit einer Reihe an technologischen Optionen zu tun, die derzeit in den Laboren, in der Forschung entstehen und die in enger Kopplung mit der Industrie Anwendungsräume und Experimentierräume brauchen, um in einen Industriemaßstab überführt zu werden. Sie finden hier eine ganze Reihe an Beispielen, die in der Forschung und in den F&E-Abteilungen der NRW-Unternehmen aktuell eine zentrale Rolle spielen und wo Institute der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft intensiv mit beteiligt sind. Und gleichzeitig es darum geht, und da merken wir, wie das Thema Infrastruktur sich eben nicht nur im urbanen Bereich wiederfindet, sondern auch im überregionalen Bereich, die Arbeit an Schlüsselinfrastrukturen, um diese Form dekarbonisierter industrieller Produktion zu ermöglichen. Und da wird eben auch schon deutlich, wie diese vier Schwerpunkte in enger Form miteinander verbunden sind. Was hat das alles mit der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft zu tun? Sehr, sehr viel, denn das Land NRW, auch die aktuelle Landesregierung, hat sich diese Vision, Nordrhein-Westfalen fit zu machen für einen wettbewerbsfähigen Industriestandort, der eben die Klimaherausforderungen aktiv angeht, sehr viel vorgenommen.
mit der InfoClimate-Initiative ein Dach geschaffen, in dem sich die energieintensiven Industrien in NRW in enger Kopplung mit den führenden Wissenschaftseinrichtungen des Landes zusammentun. Und die Science for Climate Initiative, die das wissenschaftlich begleitet, vom Wuppertal-Institut koordiniert wird und ein großer Teil an Forschungseinrichtungen in NRW eben auch aus der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft in diesen Kontext mit einbezogen sind. Um das Ihnen an einigen wenigen Beispielen zu verdeutlichen von Projekten, die jetzt jenseits von Einzelprojekten in den Instituten, und da haben wir sowohl in dem Aachener Cluster, in vielen der technologieorientierten Institute im Ruhrgebiet heute schon eine Reihe an Aktivitäten laufen, wie sich das auch in Kooperationsprojekten niederschlägt, mal zwei Beispiele aus diesem Kontext von Dekarbonisierung, die zeigen auch, wie weit das Spektrum dieser Herausforderung ist. Eigentlich ein sehr schönes Projekt zwischen ZPT und DST, das darauf hinweist, wenn wir über Mobilität der Zukunft nachdenken, heute viel über Dieselfahrverbote und die Frage der Zukunft des Autos im Personenverkehr diskutieren, aber der Gütertransport, der Güterverkehr eine Schlüsselbedeutung hat, gerade für die energieintensiven Industrien, ist die Binnenschifffahrt ein ganz zentraler Backbone der gesamten Transportstrukturen mit erheblichen auch Herausforderungen, was die Umstellung auf einen umweltfreundlichen Verkehr angeht. Dieses Projekt E-Binnenschiff, das sich eben mit der Vision auseinandersetzt, dass wir in 20, 25 Jahren das Bild auf dem Rhein vielleicht völlig verändert im Hinblick auf Binnenschiffe, die mit E-Antrieben laufen, gibt einen faszinierenden Einblick, dass diese Vision der E-Mobilität heute eben im gesamten Spektrum vom E-Tretroller in der Innenstadt als hippes Transportmittel bis zum E-Binnenschiff diskutiert wird. Ein zweites Projekt, das deutlich macht, diese gesamte Frage, wie wir eine zunehmend regenerative werdende Stromversorgung übertragen in auch Energieträger, auf die die Grundstoffindustrien angewiesen sind, also die gesamten sogenannten Power-to-X-Technologien, eine zentrale Rolle eben auch auf allen Skalierungsebenen, von der Frage überregionaler, internationaler Energieversorgungssysteme bis hin zu ganz konkreten Nutzungsfaden auf lokaler Ebene spielen. Also hier, und da ist dann auch wieder eine Brücke zu dem Stadtthema, wie sieht eigentlich unter Einbezug industrieller Infrastrukturen dieser Energieträgermix basierend auf regenerativen Energien in Zukunft auf kommunaler Ebene aus, ein Projekt, das das FIR in Aachen zurzeit mit dem Wuppertal-Institut bearbeitet. Das nur zwei Beispiele aus einem faszinierenden Themenkosmos in diesem Leitthema Umwelt und Industrie, für den Nordrhein-Westfalen eben nicht nur national, sondern auch international eine Schlüsselrolle spielt, wo wir, wenn das hier in NRW gelingt, zum Taktgeber und Schaufenster weltweit werden und natürlich die Wirtschaftskraft dieses Standortes mit der Entwicklung entsprechender Technologien auch weiter stärken. Also ein weiteres Oberthema, das eine wunderbare Brücke baut zwischen den sehr, sehr industrienah arbeitenden Instituten der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft mit den sehr stark umweltorientierten Instituten. Sie finden all diese Projekte, auch da nochmal der Hinweis drauf, sowohl in dieser wunderbaren 5 Jahre JTF-Broschüre, da sind alle Kooperationsprojekte nochmal im Detail beschrieben. Und wer es dann ganz genau wissen will, weil das kriegen wir in den 10 Minuten nicht hin, findet unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Ständen und die können Ihnen dann zu diesen Projekten auch noch sehr viel mehr im Detail sagen. Ganz herzlichen Dank. So, vielen Dank auch für diesen Beitrag. Ich würde jetzt auf die Bühne bitten Angela Freimuth, die Vizepräsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen, die ein kurzes Grußwort halten wird. Vielen Dank, liebe Frau Fels. Sehr verehrte liebe Frau Rau, Herr Professor Barton, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Freunde und Mitglieder der Forschungsgemeinschaft
Johannes Rau, verehrte Festgemeinde. Irgendwie entwickelt der Tisch ein Eigenleben oder, na, ich warte mal gucken, was hier so gleich passiert. Also, wir blicken heute zurück auf 5 Jahre geleistete Arbeit an der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Und da lohnt natürlich, und da guckt man dann immer, was kann man denn dann so Kluges sagen? Und ich bin dann fündig geworden bei einer Bilanz, die der damalige nordrhein-westfälische Wissenschaftsminister Johannes Rau im Jahr 1977 zog, nämlich im Landtag. Dort zog er Zwischenbilanz zur Entwicklung, über die erfolgreiche Entwicklung der 5 Jahre zuvor gegründeten Gesamthochschulen. Und da sagte er, wenn wir heute nach 5 Jahren eine kritische Bilanz der Gründungsphase ziehen, können wir mit Stolz sagen, die 9 integrierten Gesamthochschulen sind kein Luftschloss geblieben und keine Planungsruinen geworden. Die damals eingeleitete Reform ist mittlerweile fester Bestandteil nordrhein-westfälischer Bildungspolitik. Nun gibt es jetzt hier nicht um die Gründung von Gesamthochschulen, aber gleichwohl doch etwas, wo wir feststellen können, dass es ein Erfolg auch in der Bildungslandschaft Nordrhein-Westfalen ist und dass es eben auch mittlerweile die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ein fester Bestandteil nordrhein-westfälischer Bildungspolitik auch ist. Und insofern kann ich mich den vielen lobenden Worten, die hier in den Grußworten schon angeklungen sind, nur herzlich auch für den Nordrhein-Westfälischen Landtag anschließen. Und das tue ich auch mit besonderer Freude. Und ich sehe ja auch eine ganze Zahl nordrhein-westfälischer Abgeordneter, die wissenschaftspolitischen Sprecher der Fraktionen, die aktuellen und die auch früheren, sind heute da. Und das ist natürlich auch ein kleiner Ausdruck der Wertschätzung, den wir für die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft haben. Von Beginn an gehörte Evaluation durch Externe zu den Grundvoraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Heute können wir nach 5-jähriger Arbeit sehr konkret sagen, die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft hat es geschafft, sich in kürzester Zeit einen hervorragenden Ruf zu erarbeiten und ihre interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in dieser Form auch einzigartig in Deutschland. Die Arbeit der 15 Institute unter einem Dach verdient deshalb nicht nur unseren Dank und auch die politische Anerkennung, sondern eben auch die wissenschaftliche Anerkennung. Allerdings, die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft fiel im April 2014 nicht plötzlich vom Himmel. Es ist vorhin schon in den einführenden Worten von Herrn Professor Barton angeklungen. Sondern sie ist aus einer parlamentarischen Idee im Nordrhein-Westfälischen Landtag entwickelt worden. Nur sag einer mal, Parlamente, da müsste man die konkreten und konstruktiven Ansätze suchen. Nein, hier ist ein ganz konkretes Beispiel dafür und ich darf auch gerne, und das gehört auch natürlich auch zum parlamentarischen Stolz dazu, dass man eben auch dann den parlamentarischen Initiator auch dann durchaus benennt. Geschätzter Kollege Karl Schultheiß war der Initiator und natürlich ist er deshalb auch folgerichtig Vorsitzender des Kuratoriums der Forschungsgemeinschaft und wirkt an dieser Stelle auch weiterhin segensreich. Allerdings lag das natürlich nicht nur an seinem Charme, gleichwohl er den natürlich unzweifelhaft hat, sondern eben die Idee der Bündelung der einzelnen Institute überzeugte auch die wissenschaftspolitischen Kolleginnen und Kollegen. Auch einer der Gründe, warum wir eben hier heute diese bunt gemischte aus allen Fraktionen, wenn ich das sehe, auch ehemaligen Fraktionen des Nordrhein-Westfälischen Landtags in der Gästeschar hier heute sehen. Verehrte Gäste, unser Bundesland ist einer der wichtigsten und auch leistungsfähigsten Wissenschafts- und Forschungsstandorte Deutschlands und Europas. Wissenschaft und Forschung helfen uns bei der Gestaltung eines tiefgreifenden Wandels und auch bei der Bewältigung großer Herausforderungen, zum Beispiel bei Demografie, Strukturwandel oder Klimawandel.
Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zielt als Forschungsgemeinschaft unseres Landes mit ihren 4 Leitthemen, zu denen wir ja gerade auch schon spannende Impulsvorträge auch hören und auch bei der Ausstellung, ich konnte ja gerade nur so, weil ich zu spät gekommen bin, bitte das zu entschuldigen, nur mal so sehen, aber das waren richtig auch spannende Einblicke in die Arbeit und auch die Impulse sind auch für uns ein wichtiger Motor, um nicht Impulsgeber zu vermeiden, aber jedenfalls sie spornen uns an, sie bringen uns Anregungen für den breiten gesellschaftlichen Diskurs, auch in dem Bestreben, einen Konsens in der Gesellschaft zu erzielen. Die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft trägt mit ihren zahlreichen Veranstaltungen auch in der Fläche unseres Landes dazu bei, dass Forschungsergebnisse nicht nur in Kreisen der Wissenschaft besonders intensiv diskutiert werden, sondern dass sie eben auch in die Zivilgesellschaft hineinkommen und dass wir dort eben auch den Diskurs zwischen Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft auch pflegen. Verehrte Gäste, aus meiner Sicht, aus Sicht des Landesparlamentes, ist uns mit der Gründung der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ein guter Wurf gelungen und die Arbeitsergebnisse der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft bestätigen uns auch darin. Und deswegen bleibt mir abschließend nur der Dank, lieber Herr Professor Barton, an Sie und Ihr gesamtes Team, an alle Mitglieder und Aktiven in der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und die natürlich auch verbunden mit der Bitte, dass Sie nicht nur diesen Dank auch allen weitergeben, sondern dass Sie diesen erfolgreichen Weg eben auch mit dem gleichen Engagement und vielleicht noch ein bisschen mehr, weil man darf ja halt an solchen Geburtstagen auch als Gast dann noch die Wünsche machen, dass Sie eben diese wirklich erfolgreiche Arbeit auch weiterhin fortsetzen. Und ich darf schließen mit einem kleinen Zitat, was ich bei Johann Wolfgang von Goethe in einem Gedicht gefunden habe. Doch Forschung strebt und ringt, ermüdend nie, nach dem Gesetz, dem Grund, warum und wie. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielen Dank, Frau Freimuth. Damit es jetzt ganz zügig weitergeht, darf ich auf die Bühne bitten, Herrn Professor Volker Stich, der uns etwas zum Leitthema Gesellschaft und Digitalisierung beibringen wird. Das klappt, der liegt da vorne. Denn den behalte ich. Meins. Ja, verehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Wenn ich uns so zugehört habe, dann bin ich eigentlich immer wieder stolz und froh, dass Sie, ich darf Sie drei ansprechen, hier in der Gemeinschaft geforscht haben, die eigentlich alle Themengebiete beleuchten. Es ist unglaublich, welche Themengebiete wir beleuchten. Und ich finde es eigentlich sehr schön, dass wir es geschafft haben, durch diese Leitthemen auch etwas zu erfüllen, was seit Jahren so leicht genannt wird, Interdisziplinarität. Wir Forscher kennen den Begriff Interdisziplinarität. Wenn uns jemand fragt, arbeiten Sie interdisziplinär, nicken wir immer, pflichtschuldig, drehen uns um und machen weiter. Also auch Forschung wird manchmal müde des interdisziplinären Forschens. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich etwas sagen darf zum Thema Gesellschaft und Digitalisierung. Digitalisierung und Gesellschaft. Digitalisierung für die Gesellschaft. Nehmen Sie mal dieses Wortspiel und lassen Sie es im Mund zergehen, welche Bedeutung aus Digitalisierung und Gesellschaft eigentlich erwarten und erwachsen. Die Erwartung ist, dass die Digitalisierung etwas für uns macht. Dass die Digitalisierung unser Leben verändert, dass die Gesellschaft von der Digitalisierung etwas hat. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie kann die Digitalisierung etwas bewerkstelligen, was wir gestern nicht hatten. Ich frage gerne meine Söhne, wie sehen Sie die Digitalisierung? Die sagen dann, Papa, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie ihr die Evolution überlebt habt, ohne Internet. Die können sich nicht vorstellen, dass es vor 2000 für uns etwas Besonderes war, Zugang zum Internet zu haben. Und wenn ich dann mit denen anfange zu diskutieren über Informatik, seit gestern hat die Welt einen neuen Informatiker, dann sagen die immer, Papa, wieso hören die Leute zu? Du hast doch davon gar keine Ahnung. Das stimmt. Ich bin aber etwas älter als Lennart und Lennart ist 26. Und ich habe mitbekommen, dass Digitalisierung und Gesellschaft sich in rasender Geschwindigkeit verändern.
ob wir das wollen oder nicht. In rasender Geschwindigkeit möge sich jeder zurückentwickeln, sein erster Kontakt mit einem PC. Das waren diese Riesengeräte, so groß. Der erste Kontakt mit einer Floppy-Disk, die war so richtig schön weich. Und mit welcher Selbstverständlichkeit wir heute eigentlich aus der Gesellschaft heraus die Digitalisierung als normal betrachten. Und ich frage jetzt nicht, wer in diesem Raum kein Smartphone hat, weil ich denke, die Ergebnisse sind klar. Deshalb möchte ich etwas sagen zu den Herausforderungen. Was sind die Herausforderungen? Die Herausforderungen sind eigentlich das Thema Geschwindigkeit. Die gute alte Zeit will ich nicht beschwören, aber Sie sehen hier einmal, wie lange es gedauert hat, bis 50 Millionen Nutzer Telefon hatten, Radio hatten in Jahren 38 Jahre, TV 13 Jahre. Und Sie sehen, dass die Geschwindigkeit, um 50 Millionen Nutzer weltweit zu erreichen, im Zeitalter der Plattformen dramatisch zugenommen hat. Der iPod hat 3 Jahre gedauert und wenn Sie mal wissen wollen, ein völlig nutzloses Spiel, völlig nutzlos. Sie lachen alle, Sie haben alle mitgespielt, ne? Ist Pokémon Go. Letztes Jahr im Sommer konnte man in Aachen über den Marktplatz gehen. Der eifrige Student saß völlig versunken und starrte in irgendein Teil rein, war grau beleuchtet bei schönstem Sonnenschein. Und wenn Sie ihn angestupst haben, was machst du da? Natürlich Pokémon Go. Das heißt, innerhalb von 21 Tagen hatten wir 50 Millionen Nutzer, die ein völlig sinnentleertes Tun getan haben. Und das ist die Macht der Plattform, das ist die Macht der Digitalisierung. Das Zweite ist, dass wir heute uns fragen müssen, was ist eigentlich das neue Normal? Komme ich wieder zu meinem Sohn zurück. Ich werde ihn nicht schaffen zu bekehren, dass das, was ich als normal empfunden habe im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend, vor unglaublich langer Zeit, 10 Jahren, unglaublich lange, 15 Jahre, dass das das neue Normal ist. Für den ist das neue Normal, dass wir 453% mehr Internetnutzer haben weltweit im Vergleich zwischen 2000 und 2018. Das sind die Dekaden, in denen heute Digitalisierung stattfindet. Wir haben im Jahr 2017 geschätzt 176 Millionen Kinder, das ist unser Nachwuchs, das ist der Rohstoff, online, das sind 106 Millionen mehr als in 2012. Oder nehmen Sie auf der rechten Seite, 69% der Weltbevölkerung haben ein Mobiltelefon und glauben Sie nicht, dass der schwarze Kontinent nicht Mobiltelefone haben. Sie sind in den dunkelsten Teilen dort, die Infrastruktur, die klappt. Sie fragen nicht, wo ist Wireless LAN oder Internet. Und Sie haben dort in den dunklen Strukturen Afrikas, haben Sie Leute, die laufen mit 2 Handys rum. 1 privat, 1 dienstlich. Weil darüber wird Geschäft gemacht. Und mehr als 50% der Weltbevölkerung haben heute Zugang zum Internet. Das sollten wir nicht vergessen. Mit allen Pros und Cons. Ich habe in die Mitte mal gesetzt. Kommt das noch rein? Ja. Wenn Sie diese Vergleichszahlen sehen, damit man die ein wenig relativiert. 73% der Weltbevölkerung hat Zugang zu sauberem Wasser. Ein elementarer Bestandteil. Und 54% der Weltbevölkerung hat Zugang zur Sanitärversorgung. Merken Sie, was Digitalisierung prozentual mit uns macht in Bezug auf die Gesellschaft oder für die Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft der unterschiedlichen Geschwindigkeiten leben. Diese mit Sicherheit nicht was wissenschaftlich nachvollziehbaren Kurven hier, sollen aber mal verdeutlichen, welche Geschwindigkeiten umfassen. Die eine Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit des Technologieentwicklung. Mit unglaublicher Geschwindigkeit kommen neue Technologien. Begrifflichkeiten, von denen wir gestern nicht wussten, dass sie existieren. Cyber-Physical Systems, Sie wissen doch, was ich meine. Das sagt man immer dann, wenn ich nicht will, dass Sie mich fragen, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Künstliche Intelligenz, Sie kennen doch die Bedeutung von künstlicher Intelligenz. Wir nicken alle und gucken dann künstliche Intelligenz, was wir investieren in Deutschland. Wir vergessen dabei beim Blick über die Grenze, dass China beispielsweise pro Monat 1 Milliarde Euro umgerechnet in künstliche Intelligenz investiert. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was wir dort machen, dann sieht man die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Adaption im privaten Sektor ist für uns inzwischen Alltag geworden. Ich lade mir mal eben eine App runter. Ja, diejenigen von uns, die früher noch mal mit Treibersalat gearbeitet haben, wissen, wie einfach es heute ist. 1,99 kostet doch nichts. Schauen Sie sich mal auf Ihren eigenen Smartphones an, wie viele nutzlose Apps Sie da drauf haben, mit denen Sie aber Daten generieren, die im Zeitalter der Digitalisierung nicht aus karitativen Gründen gesammelt werden, sondern mit dem puren Willen, daraus zu kommerzialisieren. Diese Adaption im privaten Bereich geht extrem schwer. Interessanterweise ist die Adaption der Wirtschaft, und bitte, da möge sich keiner raushalten, ich meine mit Wirtschaft die produzierende Industrie, ich meine Staat und Gesellschaft, ich meine die Organisation, ich meine die Städte und Verwaltung. Bitte, dass jetzt nicht einer sagt, ja, ich bin Stadtverwaltung, ich habe damit nichts zu tun.
Diese Adaption in dem weitesten Bereich der Wirtschaft ist die langsamste. Jedes Mal, wenn wir Diskussionen haben, heißt es, ja, wer kriegt denn meine Daten? Die Datensicherheit. Sie kriegen als Vortragende sofort einen Bruch in Ihren Vortrag rein, deshalb höre ich das auch sofort hier auf, wenn Sie auch nur ansatzweise über Datensicherheit nachdenken, weil das tötet jegliche Kreativität in dem Nachdenken, was es denn proaktiv für uns bedeuten könnte. Und vor diesen drei Geschwindigkeiten müssen wir heute das Thema Gesellschaft und Digitalisierung uns anschauen. Was sind Lösungsansätze? Bitte erwarten Sie jetzt nicht, dass ich den Lösungsansatz hier habe, aber die Denkweise möchte ich Ihnen mal nahebringen mit einer Darstellung der Latenzzeiten. Stellen Sie sich vor, es passiert irgendetwas, es passiert immer was. Der Logistiker in mir sagt immer, Planung ist die Überführung der Wahrscheinlichkeit in den Irrtum. Sie können planen, was Sie wollen. Es wird etwas passieren, worauf Sie reagieren müssen. Wir nennen das die Latenzzeiten. Es passiert etwas. Wie lange dauert es, bis Ereignisdaten verfügbar sind? Wie lange dauert es, bis die Analyse abgeschlossen ist? Wie lange dauert es, bis Maßnahmen initiiert worden sind und bis Maßnahmen abgeschlossen worden sind? Die aus der Produktion kommen, ich war lange genug in der Produktion, die kriegten hier immer gesagt, Maschinenschildstand, Chef, ich weiß, was passiert ist. Das war der Mitarbeiter seit 30 Jahren vor Ort. Manchmal hat er recht, manchmal nicht. Bis wir die Analyse hatten, die Maßnahmen initiiert haben, verging ihre Zeit. Und wenn man jetzt mal die Möglichkeiten der Digitalisierung aus Industrie 4.0 hier rein dekliniert, dann sieht man, dass die Elemente von Industrie 4.0, also die Vernetzung von Sensoren und Systemen, der Begriff der Echtzeitfähigkeit, dramatisch reduzieren könnte, die Zeit zwischen Ereignis und Ereignisdaten sind verfügbar. Wenn man dann sagen würde, ich beherrsche Big Data, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, dann wäre ich deutlich schneller in der sogenannten Phase der Analyselatenz. Wenn man dann die Frage stellt, ich brauche Assistenzsysteme, die Überführung der Wahrscheinlichkeit in den Irrtum, resultiert in der Frage, hups, was mache ich denn? Das heißt, dafür brauchen wir intelligente Assistenzsysteme und ich rede nicht davon, hier den Menschen abzuschaffen, ich rede davon, den Menschen in der Komplexität seiner Entscheidungsfindung zu unterstützen, dann bin ich deutlich schneller in dieser Maßnahmeninitiierung, um dann am Ende, dann komme ich in Begrifflichkeiten rein, wie vertikale und horizontale Integration unserer Systeme. Dann komme ich in Fragen rein der cyberphysischen Systeme. Und wenn ich das richtig betreibe, ist Digitalisierung eigentlich ein Riesenpotenzial, wenn man sich die Frage stellt, was kann in meinem Umfeld passieren? Welche Elemente von Industrie 4.0 nutze ich mit dem Ziel, schneller, gezielter und richtiger zu entscheiden? Denn das, was ich hier als Nutzen habe, ist der Nutzen, ist das Potenzial, was wir heute nur ganz, ganz zögerlich angehen. Auch in der Industrie extrem zögerlich angehen. Was wir sehen, ist, dass eigentlich die größte Hinderung ist die Organisation. Der Mensch liebt es eigentlich, in seiner Organisation zu verharren. Der Kölsch sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Was soll der ganze Quatsch? Bloß nicht verändern. Die Angst davor, etwas zu verändern, bedeutet aber auch, dass die Frage ist, wo investieren Unternehmen heute? Wir haben verschiedene Analysen gefahren mit den verschiedensten Instituten, wir haben uns ausgetauscht, wir haben gesehen, dass viele Organisationen sich beschäftigen mit der Data Strategy. Die Data Strategy, Daten, da kommt dann auch im Vortrag, Daten sind das Öl oder das Gold von morgen. Alle rennen hinterher und sagen Daten, Daten, Daten. Da muss man sich mal überlegen, wenn die Daten wirklich in der Qualität so schlecht sind, wie sie heute sind, und sie sind ultraschlecht, und ich aus diesen Daten heraus über KI, künstliche Intelligenz, Entscheidungen ableiten würde, dann gilt der alte Hauptsatz der Informatiker, shit in, shit out. Ich werde die falschen Entscheidungen daraus nehmen. Also meinen viele Unternehmen, dass dort das Wichtige ist. Dann form the task force. Viele Unternehmen, die man heute sieht, beschäftigen sich damit, Teams zu bilden, auszugründen, einzugründen. Digitalisierung, SMS Digital, Heidelberger Digital, all die großen Namen haben digitalen Taskforces, bis hin zu, das hören wir natürlich alle am liebsten, hire a consultant. Also wenn es schief gehen soll, dann hire a consultant, dann bist du es nicht in Schuld und der Consultant freut sich. Was ganz interessant ist, appointed a CDO, a Chief Digitalization Officer. Wir haben sogar in Aachen, in unserer Lieblingsstadt, Herr Schultheiß, haben wir jetzt einen CDO, der direkt berichtet an unseren Oberbürgermeister. Ein ganz interessanter Change, muss man sagen, fundamental damit umzugehen, mit der Digitalisierung für die Gesellschaft und der Fragen, was kann ich denn als Bürger
digitalisiert bekommen in Form von Prozessen und wir haben dort einen CDO. Und wir sind mittendrin eigentlich in der Wandel der Generation, in den Möglichkeiten der Industrie 4.0, mit denen wir noch nicht so richtig umgehen können, und der Fragen der Digitalisierung, das heißt Schock, Tal der Tränen, ausprobieren. Wo sind wir da? Und ich habe Ihnen da was mitgebracht. Frau Fels hat mir nämlich letzte Woche eine Woche Urlaub gegeben. Da durfte ich über den Vortrag nochmal nachdenken. Was habe ich gemacht? Früher nannte man das Après-Ski. Ich habe mal ein bisschen im Internet gesurft und habe eingegeben, Digitalisierung und Gesellschaft. Und bevor ich jetzt sage, wir sind da oder da, zitiere ich einfach mal, was ich gefunden habe bei meiner Après-Ski-Session zum Thema Digitalisierung und Gesellschaft. Die Digitalisierung hat dramatische Auswirkungen auf unsere Arbeitsweise. Da würde ich mal sagen, ist ungefähr da. Maschinen ersetzen Menschen. Das ist die Drohgebärde. Da sind wir hier im Tal der Tränen. Kunden arbeiten mit Computern zusammen. Traditionelle Arbeitsformen werden komplett wegfallen. Unternehmen werden aufgelöst. Die Mitarbeiter weigern sich, Hierarchien zu akzeptieren. Always be connected, die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Und dann kam der Satz, da habe ich dann aufgehört, die Personalabteilung muss handeln. Stand in einer Zeitung, die in Zürich erscheint, die uns durchaus bekannt ist, als Aufforderung, die Digitalisierung, die Personalabteilungen müssen handeln. Das heißt also, wir sind mit dem Thema Gesellschaft und Digitalisierung also hier irgendwo unterwegs und fragen uns, wie kriegen wir eigentlich ein arbeitswürdiges, ein arbeitsverständliches, ein profitables und rationelles Arbeiten in Zukunft hin? Und ich muss sagen, ich habe mich eigentlich gefreut über den genialen Schachzug der Leitthemen. Bald komme ich wieder zurück zum Ausgangspunkt meiner Thesen. Die Interdisziplinarität zwingt uns als die Geschäftsführer der Johannes Rau Forschungsgemeinschaftsinstitute nun mal gemeinsam darüber nachzudenken. Wo haben wir Potenziale? Wo haben Sie Vorteile? Wo haben Sie Nachteile? Wie kann man sich zusammenbringen? Wie kann man die verschiedenen Potenziale zusammenbringen? Und ich habe mir hier erlaubt, liebe Frau Rau, Ihren Mann zu zitieren. Der hat nämlich vor Jahren schon gesagt, Johannes Rau, Fortschritt steht nach menschlichem Maß, kennt seinen Wert und weiß um seine Werte. Das heißt, es geht nicht darum, die Digitalisierung voranzutreiben. Es geht um die Frage der interdisziplinären Gesellschaft, der Fragen des menschlichen Maßes, was wir brauchen und nicht nach dem Motto, je mehr Digitalisierung, umso besser. So hätte ich Ihren Mann mir erlaubt, ihn heute zu zitieren. Ich glaube, er hat es damals noch ein wenig anders verstanden. Was machen wir? Beiträge für Johannes Rau Instituten. Wir haben ein wunderbares Projekt zwischen RIF und DST, Dekotrans. Das sind im Prinzip Transportkonzepte auf Basis von kleinen elektrisch angetriebenen Schiffen, die in Schwärmen, also autonom, neue dezentrale Märkte bedienen. Das Wissen um diese Schwärme können wir sofort transferieren in unsere Metropolregionen. Das sind die Schwärme, nämlich die Last-Mile-Logistiker, die auf einmal die Zalando-Pakete in kleinsten Boxen bis an meinen Arbeitsplatz bringen müssen. Das heißt also, das Wissen, was wir hier rausziehen, können wir sofort in die nächsten Projekte einspeisen und uns überlegen, wie sieht denn die Metropolregion von morgen eigentlich aus? Oder ein Projekt Reifegradmodell für die Wasserversorgung. Wir durften hier zusammen mit dem IWW uns Gedanken machen im Sinne Reifegrad auf dem Weg der Digitalisierung. Was sind die nächsten Schritte? Wo muss man anfassen, Make the Elephant Eatable, hier Projekte zu fahren? Mit Partnern, ich darf das an der Stelle sagen, die wir wahrscheinlich ohne die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft nicht kennengelernt hätten. Und damit komme ich zum Schluss meiner Ausführung, übergebe an Herrn Schultheiß hier als nächsten Speaker. Danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Nee, das darf ich gar nicht. Nein, ich gebe das zurück. Entschuldigung, Frau Fels. Gottes Willen. Herr Schultheiß, blamieren Sie mich nicht, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe zurück an Frau Fels. Dankeschön. Danke, Herr Stich, das wäre nicht nötig gewesen. Sie hätten natürlich auch Herrn Schultheiß selbst auf die Bühne bitten dürfen. Herr Schultheiß, einer unserer Gründungsväter, wie wir schon mehrmals gehört haben. Ich freue mich sehr, Ihnen das Wort erteilen zu dürfen. Herr Schultheiß, unser Kuratoriumsvorsitzender. Verehrte Frau Rau, verehrte Vizepräsidentin des Landtages, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Storsberg, sehr geehrter Vorstand, Herr Professor Bartner, Professor Schneidewind und Frau Fels, die Leiterin des Teams, wenn ich das so sagen, liebe sehr geehrte
Forschungsfamilie der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Johannes Rau hätte jetzt gesagt, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen. Insofern will ich mich in der Tat kurz fassen und ganz besonders die Glückwünsche des Kuratoriums der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft zum 5. Geburtstag hier übermitteln. Ich darf sagen, dieses Kuratorium ist wirklich ein starkes Stück dieser Forschungsgemeinschaft. Erstens, das macht uns auch etwas besonders, sind wir paritätisch zusammengesetzt, was die Anzahl von Frauen und Männern angeht. Das ist nicht in allen Forschungsgemeinschaften so. Das ist auch ein Stück Qualität, auch der Diskussion in diesem Gremium. Und wir begleiten nicht nur die Arbeit der Forschungsgemeinschaft, also des Vorstandes und auch der Mitglieder, sondern wir nehmen aktiv teil. Und das hat sich gezeigt in der Entwicklung der Leitthemen, die eigentlich im Dialog zwischen Mitgliedern, Vorstand und Kuratorium entwickelt worden sind. Und die Impulsvorträge, die wir heute hören, zeigen, dass diese vier Leitthemen, die wir entwickelt haben, auch wirklich tragen, dass sie wirklich tragend sind, auch für die Zusammenarbeit, auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Bereichen, wo man zunächst mal gar nicht daran gedacht hat, dass man interdisziplinär zusammenarbeiten kann. Und auf dieser Basis wollen wir natürlich weiterarbeiten mit dem Kuratorium, selbstverständlich auch mit Vorstand und Mitgliedern. Und 5 Jahre, das ist ja noch keine lange Phase des Lebens, aber eine ganz entscheidende, wenn man das mal auf das menschliche Leben überträgt, in einem ja, normalen Bildungsgang hier in Mitteleuropa, dann sind das die Jahre der Elementarbildung. Und in den Jahren der Elementarbildung, da werden die Grundlagen gelegt für Fähigkeiten, aber auch für Empathie, für Leidenschaft, für Emotionalität. Und ich darf sagen, das ist in den 5 Jahren gelungen, dass eben insbesondere die Leidenschaft für die Forschung, für Themen, für die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft hier aufgegriffen worden sind. Und damit leistet die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft ganz, ganz wichtige Dienste für die Gesellschaft dieses Landes und darüber hinaus, aber auch für die Politik. Und diesen Rat und diese Unterstützung, davon gehe ich aus, auch bei den Landtagskolleginnen und Kollegen, nehmen wir gerne auf, um auch eine gute Politik auf einer fundierten und guten Basis für dieses Land leisten zu können. Herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank, Herr Schultheis. Wir machen flott weiter. Ich darf auf die Bühne bitten, Frau Professorin Imme Scholz vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, die uns zum letzten Leitthema Globalisierung und Integration etwas erklären wird. Ja, vielen Dank, Frau Fels. Professorin bin ich aber nicht. Ja. Wir haben bei den Impulsvorträgen aus meiner Sicht einen Weg zurückgelegt von Nordrhein-Westfalen über die europäischen Nachbarn. Jetzt sind wir auch im Globalen angekommen. In dem vorherigen Vortrag von Professor Stich wurde das ja auch deutlich, da war der Bezugspunkt die Weltbevölkerung, um die Verbreitung digitaler Technologien zu verdeutlichen, um ihre Wirkmacht zu verdeutlichen. Das letzte Leitthema ist Globalisierung und Integration. Und bei den Herausforderungen, jetzt muss ich da drücken, genau, das ist ein sehr, sehr breites Thema. Deswegen habe ich mir überlegt, ich muss mich fokussieren, weil ich ja auch nur 10 Minuten habe, um Ausschnitte zu wählen, die die Herausforderung besonders deutlich machen, die mit Globalisierung und Integration. Das sind ja zwei konträre Bewegungen, wenn man so will. Globalisierung beschreibt etwas, was sich ausdehnt, eine Entwicklung, die die Weltgesellschaft sozusagen zusammenbringt, die sie verbindet. Ausgangspunkt war natürlich die wirtschaftliche Globalisierung, die Vernetzung, die internationale Organisation von Produktion und auch Konsum. Also nicht nur das, was Nordrhein-Westfalen sehr gut kennengelernt hat, schon in den 60er, 70er Jahren die Verlagerung von ganzen Industriebranchen ins Ausland. Nein, eine komplette internationale Aufstellung von Wertschöpfungsketten. Das ist etwas ganz anderes. Also eine sich ausbreitende Bewegung und zum anderen
Integration. Das heißt, Integration schaut man wieder nach innen. Wie führt man eigentlich die auseinanderstrebenden Entwicklungen dann auch wieder zusammen? Was bedeutet sozusagen eine weltweite Ausbreitung von Produktionsstrukturen, von Konsummustern, auch von Wertvorstellungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das, was wir vielleicht auch die internationale Gemeinschaft nennen? Das ist sozusagen, und das hat man, erlebt man sozusagen, wenn man sich mit internationalen Beziehungen und Kooperationen beschäftigt als Forschungsgegenstand, also Globalisierung selbst als Forschungsgegenstand, auch wie gehen Gesellschaften mit den Wirkungen, den Veränderungen um, was bedeutet das für ihre Integrität und Integration auch als Forschungsgegenstand, aber auch als Randbedingung. Alle Forschungsinstitute hier arbeiten unter den Bedingungen der Globalisierung, unter Bedingungen von internationalem Wettbewerb, aber auch unter der Bedingung, dass Fragestellungen von anderswo für die eigene Forschungs- und Beratungstätigkeit wichtig sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich fange erst einmal damit an, darzustellen, das ist eine Grafik, die darstellt, wie hat sich eigentlich über die Zeit die Ungleichheit, die Unterschiede zwischen den Ländern der Welt verändert. Und was man hier auf dieser Grafik sieht, die kommt aus einem Aufsatz von Branko Milanovic, einer der führenden Ungleichheitsforscher, der sich allerdings vor allem mit Einkommensungleichheit befasst hat. Das stellt hier dar, dass man Ungleichheit aus drei verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Zum einen, das ist die untere Linie hier unten, das Konzept 1. Wie verhält sich die Ungleichheit, wenn man die Wirtschaftskraft der Länder insgesamt betrachtet? Und dann sieht man, zwischen 1960 und 1980 ist diese Kurve gleich. Das heißt, arme und reiche Länder sind gleich schnell gewachsen. Und dann verändert sich das mit 1980 und da sieht man eine Divergenz. Die Ungleichheit nimmt zu, weil die reichen Länder, die Industrieländer, auch Deutschland, schneller wachsen als die armen Länder. Das ist die Zeit, wo die Liberalisierung der Weltwirtschaft angefangen hat. Das, was wir normalerweise mit Globalisierung verbinden. Das Ausgreifen auf andere Länder, indem man Barrieren dafür, auch Schutzbarrieren dafür, abbaut. Und dann entsteht aber etwas anderes. Dann sehen wir auf einmal, diese Kurve bewegt sich nach unten. Das heißt, die Ungleichheit nimmt wieder ab, wenn man die Leistungskraft der Volkswirtschaften betrachtet. Das heißt, da ergreifen auf einmal ärmere Länder ihre Chance. Und da entsteht das, was wir heute das asiatische Jahrhundert wieder nennen. Also ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben in der Financial Times. Welcome to the 21st century. Das ist jetzt wieder ein asiatisches Jahrhundert. Denn die letzten, wenn man sich Makroanalysen anschaut, dann hat sich immer die Wirtschaftskraft in Asien konzentriert. Nur die letzten 200 Jahre waren eine Abweichung davon. Jetzt sagen Sie aber alle, natürlich sind das ja sehr unterschiedliche Länder. In der unteren Linie ist sozusagen Luxemburg genauso wichtig wie China. Wir wissen ja, dass das nicht so ist. Und das bildet das zweite Konzept ab. Da wird Ungleichheit gemessen, gewichtet durch die Bevölkerung. Deswegen ist natürlich beim Anfang der Betrachtung die Ungleichheit viel, viel größer, weil die Mehrheit der Menschen in sehr armen Ländern lebte. Aber wenn man das gewichtet, dann sieht man, auch da geht die Linie nach unten. Das heißt, Ungleichheit nimmt ab. Was spiegelt sich da wieder? Die enormen Wachstums- und auch Armutsbekämpfungserfolge in den großen bevölkerungsreichen Ländern, also China vor allem und Indien. Wir sehen also jetzt nicht nur das Dominierende in der Entwicklung der letzten Jahre ist nicht mehr die Divergenz, die in den 80er Jahren begonnen hat, die in der Kurve 1 da dargestellt wird, sondern die Konvergenz von Lebensverhältnissen. Und dann gibt es noch ein drittes Maß, nämlich tatsächlich sich anzugucken, wie verteilt sich das Einkommen, wenn man sich die einzelnen Menschen anschaut. Und das kann man nur auf der Grundlage von Haushaltsbefragungen, die es eben erst seit den Ende der 80er Jahre gibt. Und auch da sieht man natürlich, wenn man das betrachtet, wie groß die Ungleichheit tatsächlich ist, wenn man sich Haushaltseinkommen global insgesamt in der Summe anschaut. Aber auch da gibt es einen Trend nach unten, also eine abnehmende Ungleichheit. Und das möchte ich erst einmal festhalten. Globalisierung wird in Deutschland sehr häufig mit Angstszenarien verbunden, mit Bedrohung unseres Wohlstands. Aber wenn wir jetzt global betrachten, können wir da ein positives Bild feststellen und eine Perspektive, die eben erst einmal für die Mehrheit der Menschen nach einer Verbesserung aussieht.
Es gibt natürlich aber genauere Darstellungen davon, weil es hört sich jetzt sehr positiv an, was ich gesagt habe. Und eigentlich wissen wir ja alle, eigentlich wissen wir aber, die Einkommensungleichheit doch zugenommen. Wo bleibt die denn in dieser Analyse? Das ist in dieser zweiten Grafik drin, das ist die berühmte Elefanten-Grafik von Branko Milanovic, also Elefant, weil man den Buckel des Tieres sieht und dann den langen Rüssel. Und der stellt eben dar, wie sich die Einkommensungleichheit entwickelt hat, wenn man das gesamte Welteinkommen auf Perzentile verteilt und sich dann die Veränderungsraten anguckt. Also jetzt müssen Sie sich am Ende vor der Pause noch mal ganz konzentrieren. Was sagt mir diese Grafik? Und ich möchte sie Ihnen aber gerne zeigen, weil was sie sagt ist, Sie haben hier unten die Perzentile abgetragen. Wenn Sie unten sehen, Sie 5, wenn Sie sich vorstellen, von 5 bis 25, das ist praktisch die unteren 20% des Welteinkommens. Da bewegen sich 3/4 der Weltbevölkerung. Ja? Also Sie haben, der Ausgangspunkt hier ist die Gesamtverteilung des Welteinkommens, aber nicht die Gesamtverteilung der Menschen. Also da lernen wir, okay, 3/4 der Menschheit haben immer noch einen sehr geringen Anteil am Welteinkommen. Aber hier geht es ja um die Steigerungsraten. Auch an diesem unteren Teil hat es enorme Steigerungsraten gegeben, 40, fast 50%. Ja? Und dann sehen wir, der Buckel, das sind hier die Perzentile 45 bis 55%, da haben die größten Steigerungen um 80% stattgefunden. Das ist das, was die globalen Mittelschichten sind, also die neuen Mittelschichten. Das sind 200 Millionen Chinesinnen und Chinesen, das sind 90 Millionen Inder und Inderinnen und jeweils 30 Millionen Menschen aus Indonesien, Ägypten und Brasilien. Das sind enorme Veränderungen. Und das sind die Märkte, um die es immer geht. Ja. Das sind diejenigen, das sind die Smartphone-Besitzer, die Pokémon-Go-Spieler, auch in diesen Ländern. Aber es sind natürlich nur geringe Anteile der Gesamtbevölkerung dieser Länder. Und dann sehen Sie die Verlierer. Das sind, ich sag mal, viele von uns, die hier sitzen. Ne? Deren Einkommen, die alten Mittelschichten, da gab es keine Steigerungen. Da gab es Stagnation. Dann aber nochmal einen enormen Zuwachs bei den Top 5%. Und wir wissen ja, dass die Top 5% einen enormen Anteil am Welteinkommen haben, ungefähr. In den USA sind es ungefähr 70%. Nee, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Das müssen 30%, ist andersrum, 30%. Aber 30%, die oberen 5% und die anderen 70% teilt sich der gesamte Rest. Also Sie erinnern sich vielleicht an diese 99%. Das ist schon etwas her nach dem Crash. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt klare Gewinner und auch Verlierer der Globalisierung. Die klaren Gewinner sind die globalen Mittelschichten, die ich eben erwähnte. Es ist Asien, es ist das Top-Perzentil. Und die Verlierer sind eben auch große Teile der Bevölkerung in afrikanischen Ländern. Bei den afrikanischen Ländern sind das die einzigen Länder, in denen der Anteil der Menschen, in denen das Medianeinkommen sich verschlechtert hat im internationalen Vergleich. In den anderen Ländern hat sich das verbessert, aber die afrikanischen Länder gehören zu den großen Verlierern. Das ist also die eine Situation, die eben zeigt, diese Verteilungseffekte von ungleichen Verteilungseffekte von globalisierter Produktion gefährden sozialen Zusammenhalt, gefährden Verbesserung der Mühseligkeiten des Lebens. Und schließlich gibt es eben noch die Umweltdimension davon. Hier sind die Länder wieder so abgezeichnet, als ob sie alle gleich wären. Und ich möchte Sie nur auf die vertikale Dimension hinweisen, dass eben mit unterschiedlichen Niveaus menschlicher Entwicklung, die hier horizontal abgezeichnet sind, je weiter rechts ein Land sich befindet, desto höher ist die menschliche Entwicklung, sehr ungleiche Umweltverbräuche verknüpft sind. Also nicht jedes reiche Land hat einen extrem hohen Umweltverbrauch, aber tendenziell einen zu hohen Umweltverbrauch. Das haben wir ja auch schon gehört in den anderen Vorträgen. Aber die Streuung ist hier wichtig. Und wichtig ist natürlich, wenn man jetzt sagt, es ist eine normative Herausforderung, eine Verpflichtung, möglichst viele Länder von links nach rechts im Bereich der hohen menschlichen Entwicklung zu bewegen, dann ist natürlich auch klar, das darf nicht mit einem steigenden Umweltverbrauch verknüpft sein. Und unser Umweltverbrauch
muss auch sinken. Damit ist also die Herausforderung klar. Was können Lösungsansätze sein? Lösungsansätze habe ich hier mal in drei Bereichen gruppiert. Für mich ist aus meiner Sicht ist sehr wichtig, Solidarität, Integration und sozialen Zusammenhalt zu ermöglichen. Denn wenn das nicht gelingt, ist jegliche Art von Reformfähigkeit in einer Gesellschaft systematisch untergraben. Also all die Lösungsansätze, die wir vorhin gehört haben, damit die gesellschaftlich akzeptiert und umgesetzt werden können, ist ein Minimum, nicht nur ein Minimum, aber wie groß muss es sein, an Solidarität, an Zusammenhalt wichtig. Dazu gehört, soziale Mobilität durch Bildung zu fördern, dazu gehört, friedliche Lösung von Konflikten des Zusammenlebens zu ermöglichen und eben auch kommende Umbrüche durch Digitalisierung, durch Umstellung auf erneuerbare Energien und die ganzen Wechsel in den Infrastrukturen und in den Alltagsverhalten, die das mit sich bringt, besser zu bewältigen. Ein weiterer Bereich ist natürlich, sich diese Wertschöpfungsketten, die global aufgestellt sind, genauer anzugucken und zu sagen, wie können diese in den verschiedenen Phasen nachhaltig gestaltet werden, von Produktion und auch von Konsum. Dazu gehört die ganze Vorstellung von Kreislaufwirtschaft, dazu gehören ressourcen- und energieeffiziente Produktion und Nutzung, aber es gehört auch dazu, menschenwürdige Löhne und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Das ist der unmittelbare Zusammenhang zu dem ersten Bereich von sozialem Zusammenhalt, aber auch veränderte Vorstellungen von Wohlfahrt zu entwickeln, also Suffizienzvorstellungen, nicht nur effiziente Nutzung, sondern auch, was ist eigentlich ein Genug, darüber als Gesellschaft sich auseinandersetzen zu können. Und schließlich Migration. Migrationsbewegungen gehören zur Globalisierung, sie sind gewollt, Fachkräfte werden an anderen Orten gebraucht, es gibt nicht genug Fachkräfte, aber wir wissen natürlich auch, dass wir wie statisch und wenig veränderungsfähig alternde Gesellschaften sind. Auch das ist ein Motiv für Migration. Für den Ausgleich des Mangels an Arbeitskräften, für Dynamisierungen und auch um eine wirtschaftliche Perspektive für veränderungsbereite Menschen zu bieten. Ich muss, glaube ich, Sie nicht daran erinnern, im 19. Jahrhundert war Deutschland ein Auswanderungsland, weil es ähnliche Strukturen hatte wie heute in einer ganzen Reihe von Entwicklungsländern. Was ist jetzt der Bezug, den die JRF dazu herstellt? Ich habe eine Folie mit Bildern zu zwei Projekten, Kooperationsprojekten, das ist ja immer unser Auswahlkriterium jetzt und es kommen auch wieder die Wasser- und die Schifffahrtsinstitute vor, das ist wirklich toll, wie man sieht, das sind die Integrations- und Kooperationsnachgefragtesten oder fähigsten Institute, die wir in unserer Gemeinschaft haben. Da gibt es eben ein Vorhaben, den Wasserfußabdruck in der Baumwolltextilindustrie zu verringern, der globalen Baumwolltextilindustrie, das ist ein Projekt, das daran ansetzt und ein anderes, das kombiniert Fachkräftemangel mit Binnenschifffahrt und Immigration, also mit der Qualifizierung von Flüchtlingen für den Berufsstaat in der Binnenschifffahrt. Es gibt aber auch noch andere Projekte, die ich noch kurz erwähnen möchte. Einmal eins, das Sie auch draußen haben, das sind Kollegen, die Sie darauf ansprechen können. Wie kann man eigentlich die öffentliche Beschaffung nutzen, auch in NRW, um die Nachfrage nach und den Konsum, den Verbrauch nachhaltig hergestellter Produkte zu befördern? Das ist ein gemeinsames Projekt gewesen vom DEE, meinem Institut, dem Wuppertal-Institut und dem BIC, aber auch andere Institute in NRW waren daran beteiligt. Und ein anderes Projekt, Energie für nachhaltige Entwicklung in Nordafrika und dem Nahen Osten. Da ging es um Energieplanung, um technisch-wirtschaftliche Alternativen zu fossilen Energieträgern und Engpässe zu erkennen und zu beheben für die Ausbreitung von erneuerbarer Energieerzeugung. Und das war etwas, was das Wuppertal-Institut und das BIC zusammen gemacht haben. Da waren auch noch andere Institute dran beteiligt. Also ich glaube, darüber könnte man noch sehr viel länger sprechen, aber ich darf das jetzt nicht und deswegen möchte ich mich jetzt herzlich bedanken. Vielen Dank, Frau Scholz. Wir haben jetzt eine kleine Pause, die bevorsteht. Dadurch, dass wir ein bisschen überzogen haben, verkürzen wir diese Pause auf etwa 10 Minuten. Das heißt, wir würden uns alle in 10 Minuten hier wiederfinden für den zweiten Teil der Veranstaltung, nämlich für die spannende Podiumsdiskussion, die gleich noch ansteht.
So, das ist ja klar, dass der Sinn einer solchen Veranstaltung unter anderem darin besteht, dass man sich beim Kaffee nochmal bespricht und alte Bekannte wieder trifft und vielleicht das ein oder andere für die kommende Zeit avisiert. Aber die gute Nachricht ist, Sie werden da gleich auch noch Gelegenheit haben. Insofern darf ich Sie ganz herzlich bitten, ich weiß gar nicht, wer da jetzt bimmelt, aber irgendjemand hat gebimmelt. Wir haben auch den Gong schon gehört. Können wir den nochmal hören, den Gong? Ich fand den so schön. Geht doch. Wahrscheinlich hört man den draußen nicht, ne? Genau. Aber so langsam tröpfeln dann alle wieder in den Saal. Ja, ich kenne das. Man braucht nach einer gewissen Zeit einfach Kaffee. Das geht nicht anders. Aber gibt gleich auch noch. So, die Türen werden geschlossen. Also auch nochmal die Aufforderung, bitte die letzten, wenn Sie freundlicherweise reinkommen. Und dann kann es losgehen. Schönen guten Tag von meiner Seite aus, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Brocker. Ich bin Moderator unter anderem beim WDR, bei WDR 5 und aber eben auch Moderator solcher Veranstaltungen und Diskussionsrunden, worauf ich mich sehr freue. Danke auch nochmal, dass man mich gefragt hat. Und wir wollen jetzt zusehen, dass wir sozusagen den Sack zubinden, wie man so sagt. Das heißt also, die Informationen, die bisher noch nicht geflossen sind, die sollen denn fließen. Und es ist ja klar, dass bei einer solchen Veranstaltung Zitate von Johannes Rau fallen. Ein paar haben wir eben schon gehört, versöhnen statt spalten und so. Ein anderer Satz von Johannes Rau, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist: sagen, was man tut und tun, was man sagt. Da habe ich persönlich auch gute Erfahrungen mitgemacht, also versuche ich das jetzt mal zu sagen, was wir tun. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde miteinander reden, denn ehrlicherweise das mit 18 Uhr Veranstaltungsende, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich hoffe, Sie haben keine zu engen Anschlusstermine. 18.15 Uhr ist, glaube ich, realistisch und für die kommende halbe Stunde wollen wir halt das ergänzen, was wir bisher schon gehört haben über die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz, es sind noch Plätze frei. Ich darf meine Gäste hier bei dieser Podiumsrunde begrüßen, nämlich zum einen Michael Bayer, er ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Aachen. Herzlich willkommen. Dr. Thomas Kathöfer ist Hauptgeschäftsführer der AIF. Was das ist, klären wir gleich. Herzlich willkommen. Professor Dr. Ulrich Rathke kommt zu uns, er ist Rektor der Universität Duisburg-Essen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Genau, noch ist freie Platzwahl, bald nicht mehr. Ulrike Schell, Mitglied der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, ebenso willkommen. Und Dr. Beate Wieland, sie ist Leiterin der Forschungsabteilung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Alles gut, nee. Also wenn ich in der Mitte, dann kriege ich immer, wenn ich nach links und rechts gucke, dann kriege ich irgendwann Halsschmerzen. Das muss nicht sein. Herr Professor Rathke, Rektor der Universität Duisburg-Essen, Sie sind aber auch Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz und darin Sprecher deutscher oder der deutschen Universitäten. Wie wichtig ist denn diese JRF? Weil Sie hören ja auch sozusagen von der Konkurrenz. Sie hören ja nicht nur aus Duisburg und in Essen. Also global betrachtet, national oder in genau dieser Reihenfolge. Ich fange mit der regionalen Bedeutung an. Und es war sicherlich eine gute Idee der Landesregierung, diese Institute zusammenzuführen, um einfach einen Mehrwert aus Interdisziplinarität, was sich leicht sagt, aber schwer lebt, und diese Herausforderung auch mit dem Evolutionszwang, das Ganze zu versehen und auch so ein bisschen die Kriterien wie der Leibniz-Gemeinschaft so ein bisschen einzuführen, ist für den Kontext in NRW sicherlich sehr hilfreich gewesen. Also für die einzelnen Institute, die Zusammenarbeit
und aber auch, ich denke, dann spreche ich jetzt aus Sicht auch eines Universitätsrektors, 6 dieser Institute sind ja An-Institute von unserer Universität. Also Rau ist, wir sind eigentlich Rau, nicht? Also das kann man sagen. Nicht? Also nein, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber auch wir profitieren natürlich auch von sehr starken An-Instituten und sie sind dadurch gestärkt worden, durch diese Einrichtung. Und deswegen ist das gut. Und im nationalen Kontext ist es natürlich, stärkt auch, na klar, unsere Wettbewerbsfähigkeit im föderalen Kontext. Und deswegen ist es auch zu begrüßen. 6 von 15 ist ja schon mal ganz erheblich. Also da treffen sich dann viele, viele Akteure. Erzählen Sie uns doch, wie sich das bemerkbar macht, auch im Universitätsbetrieb, dass Sie da so eine Power haben, dass nicht alle nebeneinander arbeiten, sondern über so eine Basis dann eben auch vernetzt. Tja, die Formen der Zusammenarbeit sind wirklich vielfältig, nicht? Also ich war auch ganz überrascht, ich habe ja auch gelernt in der Vorbereitung, jetzt, weil alle Kooperationen kenne ich ja auch nicht, nicht? Und das Jutta, Herr Barton, wo Sie sind, Sie haben hunderte von Projekten und Partner jedes Jahr und so ist es bei den anderen auch, je nach Größe. Und, aber dass jetzt unser Zentrum für Türkei-Studien kooperiert mit dem DST, nicht? Unserem Schifffahrtsforschungsinstitut, im Bereich der Integration von Flüchtlingen. Nicht? Also das wäre jetzt, ja, wär jetzt nicht der erste Gedanke gewesen, der mir jetzt sofort gekommen wäre. Nee, und das hat so ein bisschen was von dem Satz, hier wächst zusammen, was nicht zusammengehört, aber es gehört vielleicht dann doch zusammen. Ja, also deswegen es entstehen ganz interessante Kooperationen, wie wir es ja eben auch gehört haben, dass etwas Leute, die sich vorher vielleicht nicht gekannt haben und jetzt auf einmal miteinander bekannt werden. Das ist innerhalb einer großen Universität, ist das schon schwierig, die Leute zusammenzubringen. Aber wie gesagt, im Rahmen dieses innerhalb der Rau-Gemeinschaft passt jetzt vieles zusammen. Auch haben wir gesehen, unser IWW habe ich nachgeguckt und habe gesehen, mit dem Jutta zusammen, auch ein ganz spannendes Thema, Röntgen-Kontrastmittel ist vielleicht ein etwas schwierigeres Thema in der Form, es geht um Urin, nicht? Aber es wird ausgeschieden, ein Kontrastmittel, das ist eine erhebliche Belastung, aber diese beiden Institute haben sich dieses Themas angenommen, wie man das reduzieren kann. Also ich könnte jetzt ganz viele Beispiele aufzählen, die uns mehr oder weniger berühren, also deswegen diese Form von manchmal angeschobener Kooperation, weil da ist ja kein Zwang bei Rau, sondern man soll da zusammenarbeiten, wo es sinnvoll ist. Aber dass der Anreiz gegeben wird und auch die Motivation, mehr zu tun, ist gut. Ja klar, also dieser Anreiz, wenn der da ist, merken Sie denn auch, dass die unterschiedlichen Institute im Bewusstsein dessen, dass es die JRF gibt, dann sagen, nach, wir gucken mal über den Zaun nach nebenan, vielleicht können wir da was zusammen hinbekommen. Also aus den Gesprächen merke ich, dass ein neues Bewusstsein dazu entstanden ist. Wenn ich jetzt sagen würde, dass das bei jedem Einzelnen dieser Einrichtung stark entwickelt ist, würde ich lügen. Ich soll ja nicht lügen. Nicht? Also das ist nicht so, aber es ist mehr geworden. Nicht? Und das ist etwas, ist ein Prozess. In 5 Jahren zum 10-Jährigen ziehe ich auch den schwarzen Anzug an. Nicht? Also ich zum 5-Jährigen habe gedacht, gut, machen wir mal halb schwarz-grau. Nicht? Also es ist schon mal auf dem richtigen Weg. Ich finde das schon feierlich genug hier so. Ja, und, ja. Nein, es bewegt sich was und das ist gut. An der Uni ist ja immer so die Frage, was ist das eigentlich, was wir da so treiben? Ist das Grundlagenforschung oder angewandte Forschung? Und da gibt es dann auch manchmal so ein paar Missverständnisse. Aber auch hier, wenn ich das richtig begriffen habe, sollen ja Brücken gebaut werden. Klappt das? Ja, es ist ja, ich meine, diese An-Institute sind für uns ja auch wichtige Scharnierwerke, die nach draußen auch gehen. Also die Möglichkeiten, die unsere Kolleginnen haben, die sind ja auch Kollegen berufen an die Universität, arbeiten in den An-Instituten, haben die Möglichkeiten der Infrastruktur, auch der Universität, die sie nutzen können. Können sie mit ihren Kooperationspartnern auch im anwendungsorientierten Bereich, nehmen wir die Feinstaubuntersuchung, die im Jutta betrieben wird. Nicht? Also die ist mit Grundlagenforschung, ist die verbunden innerhalb der Universität, aber mit Anwendungspartnern innerhalb des Jutta. Und das ist eigentlich eine ideale Verbindung des Transfers, den wir da pflegen. Und deswegen ist das eine extrem sinnvolle Ergänzung der Universitäten. Nicht? Es ist jetzt nicht so, wenn ich sage, wenn jetzt unsere An-Institute auch das Promotionsrecht beantragen würden, das ist ja nicht deren primäres Ziel, wie ich das so verstanden habe in einem Vorgespräch. Nicht? Nein, das kommt nicht, das wird an anderer Stelle morgen verhandelt. Leider sind die anderen Politiker alle schon gegangen, die man jetzt über die Sinnhaftigkeit oder Unsinnhaftigkeit dieses Unterfangens informieren könnte. Ich dachte, das hätten Sie jetzt schon in der Kaffeepause gemacht. Das hätte ich dann schon und habe ich an anderer Stelle gemacht. Das gehört hier nicht hin. Nein, also deswegen war diese Grundlagenforschung an. Und diese sinnvolle Verbindung mit den Universitäten gibt dem Ganzen noch so einen richtigen Drive.
Forschung war das Stichwort. AIF, das F steht für Forschung. AG, Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigung. Herr Dr. Kathöfer, erklären Sie uns bitte, was das ist. Die Mission der AIF, fange ich mal damit an, ist es, die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes zu stärken. Und das machen wir mit verschiedenen Instrumenten, die aber alle den Transfer beinhalten. Insofern sind wir ganz stolz darauf, sagen zu können, ja, die AIF ist die Transferplattform zugunsten des deutschen Mittelstandes. Was man in diesem Zusammenhang immer wieder betonen muss, die deutsche Wirtschaft ist stark mittelständisch geprägt. Mehr als 99,5% aller Unternehmen in Deutschland sind Mittelstand. Und wenn ich das kurz ausführen darf, der klassische Mittelstand verfügt nicht über ausreichende oder gar Entwicklungs- und Forschungskompetenzen. Das bedeutet, dass die Unternehmen, die dem technischen Fortschritt ausgesetzt sind, dass die innovativ sein müssen, ohne ausreichende eigene Ressourcen zu haben. Und was machen die dann? Sie suchen die Nähe zu Forschungseinrichtungen. Und wir sind der Katalysator. Wir vermitteln das. Und weil Forschung eben auch sehr, sehr langwierig sein kann, sehr teuer sein kann, möglicherweise auch manchmal in die Irre führt, und das kann nicht jedes mittelständische Unternehmen selber stemmen. Die AIF, habe ich gesehen, feiert demnächst sogar ihr 65-Jähriges. Also das ist eine lange, lange Tradition, auf die Sie da zurückschauen können. Wie sehen Sie da die Verknüpfungen zu unserem Thema heute, zur JAF? Die Verknüpfung ist schon ganz eng, weil Sie müssen sich nur in Erinnerung rufen, wer hier vorhin auf der Bühne stand. Also mit Herrn Barton haben wir einen Vertreter eines Institutes, das selbstverständlich zur AIF gehört. Mit Herrn Stich haben wir einen Vertreter eines Institutes, gehört auch zur AIF. Und es gibt noch weitere, die hier in der JRF organisiert sind. Ja? Ja, und was die Sache eben besonders spannend macht, ist, wie aus diesem zunächst heterogenen Gebilde, Herr Schultheiß hat ja darauf hingewiesen, ja, inzwischen eine schlagkräftige Organisation entstanden ist. Da kann man sich die AIF auch als Vorbild nehmen, würde ich mal behaupten, nicht wahr? Wieso, weil, sind Sie auch so heterogen? Nein, wir sind noch heterogener. Also nahezu alle Technologiebranchen in Deutschland sind in der AIF versammelt. Also es gibt praktisch kein Technologiethema, was bei uns nicht behandelt wird. Da muss man schon intensiv suchen. So, und wir haben selbstverständlich auch die Absicht, also ich sage mal, solche Leitthemen noch stärker in den Vordergrund zu stellen, um deutlich zu machen, dass sich die AIF auch modernen oder aktuellen technologischen Herausforderungen stellt. Ja, das war ja deutlich zu sehen an der einen Folie, wo dann so eine leichte Kritik deutlich wurde, so nach dem Motto, die Industrie ist, was Digitalisierung angeht, in Deutschland nicht ganz so weit vorn, wie wir uns das vielleicht alle miteinander wünschen. Und Mittelständler gehen ja auch so manchmal vor nach dem Motto, lass die anderen erstmal die Fehler begehen und wir gucken mal in 5 bis 8 Jahren, ob wir auf den Zug aufspringen. Ist das auch ein Thema, mit dem Sie sich auseinandersetzen? Ja, und zwar ganz intensiv. Also ich will jetzt nicht im Detail darstellen, aber wir betreuen 2 Förderprogramme in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Und wir pflegen also das sogenannte Bottom-up-Prinzip. Wir zetteln einen Wettbewerb der besten Ideen an, ja, unter all unseren Mitgliedern. Und ungefähr 25% aller Vorhaben, die im Moment laufen, widmen sich dem Thema Digitalisierung. Wobei man immer dazu sagen muss, das ist ja nicht so ein kleines, also so ein kleiner Ausschnitt aus den Technologiefeldern, sondern es ist ja eine Querschnittsaufgabe. Also Digitalisierung findet sich nahezu in jeglichen Zusammenhang. Wir haben ja vorhin ein paar schöne Beispiele gesehen, ja. Also wenn es darum geht, was weiß ich, Waren von A nach B zu transportieren, vielleicht über den Wasserweg, dann kann man da auch Bezüge zur Digitalisierung herstellen, kein Problem. Die Mittelständler sind ja immer sehr, eigentlich noch mehr als andere, daran interessiert, dass ein Produkt dabei herauskommt oder eine Dienstleistung, jedenfalls irgendetwas, mit dem sie dann auf dem Markt erfolgreich bestehen können. Ist das etwas, was in Gesprächen eine Rolle spielt, wo Sie sagen, da sind wir alle zusammen auf einem guten Weg? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wie Sie vorhin angedeutet haben, wird dieser Weg ja schon seit über 60 Jahren beschritten, mindestens bei uns. Aber da gibt es noch durchaus Entwicklungspotenzial. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass im Moment jedenfalls, also gerade auf Bundesebene, in unterschiedlichen Kontexten über eine weitere Optimierung des Transfers gesprochen wird. Also ich erinnere mal erstens an die Transferinitiative des BMWi. Zweitens an die Transferstrategie des BMBF, drittens an die Deutsche Transfergemeinschaft, womit sich auch die HRK
jüngst befasst hat, ohne diesen Begriff in den Mund zu nehmen, nicht wahr? Und dann gibt es also noch weitere Dinge. Selbst auf europäischer Ebene wird darüber nachgedacht, wie es gelingen kann, Ergebnisse, insbesondere der Grundlagenforschung, noch besser, ja, gerade für mittelständisch geprägte Wirtschaften verfügbar zu machen. Also Stichwort European Innovation Council. Nicht wahr? Und das wird auch noch weitergehen und das wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen. Und die Johannes Rau Forschungsgemeinschaft widmet sich diesem Thema ja auch, wie Sie den einleitenden Worten von Herrn Barton entnommen haben. Was das für die IHK bedeutet, bereden wir gleich, aber zunächst mal vielleicht, Frau Wieland, seitens des Ministeriums. Wir haben ja vorhin schon warme Worte gehört. Als Sie jetzt das erste Mal mit dem Thema JRF konfrontiert worden sind, das war ja nicht vor 5 Jahren, sondern ich glaube vor 1,5 Jahren oder so, was haben Sie da gedacht? Ja, also ich bin mit der Umresortierung für die JRF verantwortlich geworden. Ich hatte allerdings schon von einer gewissen Distanz aus das Werden der JRF beobachtet. Von daher war das jetzt kein Kaltstart. Was ich so als erste Eindrücke dann mitgenommen habe, wo ich so die erste Mitgliederversammlung leiten durfte, das war im Oktober oder November 2017, also eben vor 1,5 Jahren, war, dass es mir aufgefallen ist, dass es also eine sehr, sehr rege Beteiligung an dieser Mitgliederversammlung gab. Also alle Institute waren vertreten durch ein oder zwei Vertreter oder Vertreterinnen. Das ist nicht generell so, wenn man in anderen Forschungsorganisationen in Gremien ist. Und es gab eben auch eine sehr lebhafte Diskussion. Und das finde ich gerade deswegen auch besonders bemerkenswert, weil eben die JRF so sehr, sehr heterogen ist, was die Struktur, die Größe der Institute angeht, aber eben auch die thematische Ausrichtung. Das haben wir jetzt ja schon in verschiedenen Beiträgen gehört. Und dass da so eine gute und lebhafte Diskussionskultur herrscht, das fand ich also einen ersten sehr positiven Eindruck. Was ich dann auch gut fand von Anfang an und gut finde, ist, und auch das ist nicht sozusagen das Standardformat, wenn man das vergleicht, dass die Mitgliederversammlung immer an einem bestimmten Institut stattfindet. Und das, glaube ich, ist eine sehr gute Idee in verschiedener Hinsicht. Vor allem eben ist es für diejenigen gerade, die eben weiter weg sind in dem, was sie inhaltlich machen, von dem Ort oder von dem Institut, in dem nun gerade die Versammlung stattfindet, eine sehr gute Möglichkeit, sich wirklich dann auch vor Ort nochmal ein Bild zu machen. Und sich ein Bild machen im ganz wörtlichen Sinne ist immer was anderes, als das zu hören oder zu lesen. Und das kann ich mich erinnern, eben in diesem besagten Herbst 2017 waren wir in Gelsenkirchen beim IKT, dem Institut für unterirdische Infrastrukturen. Das war nun was, was mir jetzt, also ich habe schon früher auch mal über unterirdische Infrastrukturen geschimpft, aber damit was völlig anderes gemeint als das, was wir dann in dem Institut gesehen haben, nämlich einen riesigen Besuchsstand, wo man also original große Abwasserrohre eben testen und auf Tauglichkeit durchchecken konnte. Und das macht einem das plakativ deutlich. Und auch das, denke ich, ist durchaus was Spezifisches, was die JRF so ausmacht. Und das finde ich auch eine tolle Sache. Es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was zu tun mit der eigenen Philosophie, die dann ausstrahlt auf diejenigen, die nachkommen, denn es sind ja nicht immer die gleichen Personen über die Jahre jetzt. Wir haben vorhin gesehen, dass es ganz große Schwerpunkte gibt, Veranstaltungen, Sie haben sie selber angesprochen, im Ruhrgebiet, in Wuppertal, Institute in Aachen, in Bonn, so nach Westfalen hin dünnt sich das so ein bisschen aus, schon angesprochen worden, so sage ich mal Münster, Paderborn, Bielefeld. Könnten Sie da als Ministerium so ein paar sachdienliche Hinweise geben, damit wir da die Flächendeckung bekommen? Naja, man muss überlegen, die Flächendeckung war ja nicht sozusagen eine vorab Prämisse, die wir hatten. Und wir haben ja nicht die Landkarte NRWs angeschaut und gesagt, jetzt machen wir mal regelmäßig alle, keine Ahnung, wie viele Quadratkilometer ein Institut, sondern es waren Institute, die von einem verschiedenen Hintergrund her gewachsen waren, die alle in der einen oder anderen Weise in Landesfinanzierung waren und die dann eben dieses gemeinsame Dach gefunden haben. Von daher ist das jetzt erstmal, wie man so sagen würde, historisch gewachsen, dass die JRF sich regional so aufstellt, wie sie das tut. Aber gleichwohl ist es natürlich denkbar, dass dann, wenn sich die JRF erweitern sollte, das sind bestimmte Kriterien, das ist jetzt nicht einfach so ein, wir beantragen mal und schon sind wir drin, Verfahren,
dass sich das dann auch in die Gegend OWL und in diese Richtung mit ausdehnt, klar. Sie sind ja selber als Vertreterin des Ministeriums oft auch in Berlin unterwegs, in Brüssel, in anderen Städten, wo es eben auch darum geht, sozusagen die Fahne Nordrhein-Westfalens hochzuhalten. Wenn ich das richtig begreife, gibt es nur in Baden-Württemberg noch sowas Ähnliches, was man aber nicht so ganz vergleichen kann, in anderen Bundesländern nicht. Ist das so ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem Sie punkten können, dann auch in Berlin beispielsweise? Ja, das ist es unbedingt. Also in Baden-Württemberg gibt es die, ich glaube, Innovationsallianz oder so heißt das. Das sind aber 13 anwendungsorientierte Institute, die aber keine gemeinsame Dachorganisation vergleichbar der JRF haben. Insofern ist das JRF-Label schon wirklich ein Unikat. Und das ist natürlich einfach auch gut, mit so einer Marke auftreten zu können. Das ist viel einprägsamer für welche externe Audienz auch immer. Das verwenden wir in allen unseren politischen Reden, die Ministerin, die Staatssekretärin oder eben andere Kollegen und Kolleginnen aus der Abteilung auch halten. Und das prägt sich bei den Leuten ein. Ich merke das auch, wenn ich in Gremien bin, dass sich dann von Länderkollegen nochmal gefragt wird, und was ist das jetzt, die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft, die habt ihr doch, was ist das nochmal? Also das ist ein Punkt, der prägt sich ein und ist damit ein gutes auch Marketinginstrument. Und das ist ja was sehr, sehr Positives, denn ich glaube, in der Wissenschaft gehört, dass wir auch sonst immer auch ein bisschen mit zum Geschäft, dass man klappert. Ja, und wenn die anderen anfangen abzukupfern, sagen sie Bescheid. Obwohl, das kann ja vielleicht nützlich sein für Deutschland insgesamt, oder? Ja, da müssen wir mal differenzieren. Das werden wir dann im Einzelnen sehen. Herr Bayer, in Aachen, ich meine, klar, RWTH, ganz wichtig. Und wir haben eben ja auch gesehen, dass die JRF dort eben auch sehr, sehr aktiv ist mit Instituten, die angedockt sind. Wie sehen Sie diese Institution jetzt nach 5 Jahren aus Ihrer Sicht? Also ein paar Dinge wurden jetzt schon angemerkt. Für mich ist das Wichtigste auch aus Sicht des Kuratoriums, dass so in dem ersten und zweiten Jahr, glaube ich, da bestanden durchaus noch Berührungsängste, vielleicht auch Kritiken. Jetzt werden wir da in einem Topf. Ich sag mal, es war ja auch ein bisschen ein Finanzierungsthema, wo man sagte, man will die mal zusammenbringen und sortieren. Das war noch ein bisschen verhalten, aber wir haben eben sehr schön gesehen, das hat sich dann aufgelöst und auch spätestens, nachdem wir die Oberthemen gebildet haben, auch wirklich in einem, finde ich, sehr schönen Diskurs, wo wir im Kuratorium auch wirklich eigentlich gestritten haben um Themen und das auch wieder über unseren Vorsitzenden zurückgespiegelt worden ist in der Mitgliederversammlung, dass wir uns wirklich beschäftigt haben damit und nicht ein Kuratorium war, was sich jetzt nur was angehört hat. Darüber hat sich, glaube ich, auch eine Mentalität entwickelt, die Zusammenarbeit auch motiviert hat. Also sowohl die großen, sehr großen an Institute, als auch die sehr kleinen, wir haben eben gehört, also wir reden ja über 10-Personen-Institute und wir reden über 100-Personen-Institute. Also das ist ja auch eine unglaubliche Verschiedenheit in der Organisationskraft. Und dennoch gibt es an der Stelle Themen mittlerweile, die sehr ernsthaft betrieben werden. Und ja, man könnte so ein bisschen sagen, auch zum Wohle, weil sie anwendungsorientiert sind, auch der Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Ja, was fällt Ihnen denn da ein? Also Aachen, klar, Technologiestandort, muss man nicht weiter betonen. Was fällt Ihnen denn da ein aus den letzten 5 Jahren, wo Sie sagen würden, also da hat die JRF einen kleinen oder vielleicht auch etwas größeren Anteil gehabt bei Dingen, die man dann auch sehen kann, also die sich nicht nur hinter den Kulissen oder in irgendwelchen Fachbüchern verstecken? Ja, wir haben ein paar Projekte eben gehört. Ich kann das gerne nochmal nehmen, das Integrationsprojekt, was im Kuratorium auch erstmal so für Erstaunen gesorgt hat, nach dem Motto, ja, wie können dann ein Schifffahrtsinstitut, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, und ein Integrationsinstitut da zusammenarbeiten. Aber das war genau in der Zeit, als für alle die Frage offen war, wie kriegen wir Integration hin, wie schaffen wir das? Und da hat sich die JRF einfach angenommen und hat gesagt, da kriegen wir was hin. Und am Ende des Tages geht das auch in einer Kombination von Technik und Gesellschaft und bringt auch einen direkten Output. Und das sind so Projekte, die, ich sag mal, sehr zeitgemäß waren, weil die Fragen gedrängt haben, die aber auch neue Erkenntnisse gebracht haben in einem erweiterten Feld und nicht nur in dem konkreten Anwendungsfeld,
Facharbeiter in der Schiffswirtschaft dann qualifizieren. Bei Aachen denke ich ja dann immer an die Elektroscooter der Post, die plötzlich da waren. Niemand hat darüber geredet, plötzlich waren sie da. Und dann denkt man, wow, warum ist man eigentlich nicht schon viel früher auf diese Idee gekommen? Also da bildet sich dann offensichtlich auch etwas, was sehr praktisch ist und Bedürfnisse befriedigt. Haben Sie noch ein anderes Beispiel aus dem Zusammenhang, was Sie beitragen können? Ja, soweit ich weiß, gibt es zumindest Kooperationen, jetzt nicht der Institute untereinander, sondern von Instituten mit Unternehmen im Betonbau zum Beispiel, wo eigentlich ein großes Infrastrukturthema, was eben auch schon angesprochen worden ist, Brückenneubau auch angegangen worden ist, zu sagen, guck mal, wie es andere Länder machen und haben wir nicht Institute, die es in der JAF betreuen können, wie Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, auch mit Standardelementen Brücken bauen können, was in anderen Ländern möglich ist. Also dass Brückenbau schneller und kostengünstiger möglich wird. Im Baukastensystem möglich ist. Und das ist eigentlich das Gute, dass ja alle Institute der JRF-Forschungsgemeinschaft einen hohen Anwendungsbezug haben. Da sehen wir auch als Industrie- und Handelskammer, jetzt darf ich da nicht nur für Aachen, sondern für Nordrhein-Westfalen sprechen, wirklich unsere Aufgabe zu sagen, wo sind denn Firmen, die mit den Instituten der JRF zusammenarbeiten können und sind da auch, glaube ich, sehr intensiv unterwegs. Der Anwendungsbezug, Frau Schell, der ist es. Als Verbraucherzentrale werden Sie ja unentwegt gefragt. Es läuft immer auf die gleiche Frage rauf, nämlich, was habe ich davon und ist das günstig? Wie passt da die JRF in so ein Profil rein für Sie? Das ist eine gute Frage. Die Menschen auf der Straße werden die wenigsten wahrscheinlich die JRF erstmal so kennen, wegen des fehlenden unmittelbaren Bezugs. Gleichwohl, ich sitze ja als Vertreterin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Kuratorium und es ist nun schon auch so, dass wir als Verbraucherzentrale uns mit Fragen von, mit Forschungsfragen beschäftigen, mit Verbraucherforschung natürlich, übergreifend aber auch mit sozialökologischer Forschung und da ist auch, glaube ich, ein Stück Bezug hergestellt worden. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, was haben Sie denn mit den Instituten hier überhaupt zu tun? Das werden Sie mich bestimmt gleich fragen. Ich könnte das auch sofort machen. Soll ich es mal formulieren? Ja, was fragen Sie mich doch. Nein, also Sie haben es verstanden. Ne? Was haben Sie mit Instituten der JRF zu tun? Ja, auch im Sinne, dass Sie damit natürlich gegenüber einem Publikum Punkte machen wollen. Mhm. Sagen wir es doch so, wie es ist. Ja. Zum einen ist es grundsätzlich so, dass die Bürgerinnen und Bürger, Verbraucher in Nordrhein-Westfalen sehr viel davon haben, wenn wir hier eine Forschungsgemeinschaft haben, die sich als Forschungsgemeinschaft für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik versteht. Ich betone Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in Kooperationen, jetzt auch von meiner Seite als Verbraucherzentrale aus, mit eher technisch ausgerichteten Instituten, zum Beispiel mit dem JUTA, mit dem Institut von Professor Barton, hatten wir vor einiger Zeit eine Diskussion, da ging es um Abwasser. Das Ziel sah der Mitarbeiter von Herrn Barton rein aus seiner technischen Sicht, aus seiner technischen Expertise. Und es ging um Fremdstoffe in Abwasser. Und wir sahen das aus der Sicht, was können die Bürgerinnen und Bürger da tun? Dagegen, inwieweit sind die davon betroffen, was können sie möglicherweise selber machen? Und alleine, dass diese beiden Ebenen sich zusammengesetzt haben und darüber diskutiert haben, hat einen Mehrwert für alle Beteiligten gebracht und damit auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also das Zusammenbinden dann unter Umständen sogar von zivilgesellschaftlichen Organisationen, damit das, was hinten rauskommt, besser ist für alle? Ja, und ich möchte noch mal betonen, mir ist heute ein Stück weit aufgefallen, dass es in der Perspektive der Forschung sehr stark auf technologische Forschung ging, auf Technik. Das ist auch wichtig auf die Wirtschaftsperspektive. Das ist sehr wichtig. Ich möchte aber sagen, vergessen Sie nicht den gesellschaftlichen Teil. Vergessen Sie nicht die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Nicht nur der Wirtschaftsnutzer, sondern auch der Menschen, die Technik, die Technologie nutzen. Das fand ich, ehrlich gesagt, heute in den Beiträgen etwas dünner, als ich es in der Realität im Rahmen der JRF schon erlebt habe. Ich bin ein großer Fan dieser Forschungsgemeinschaft und eines, was ich auch sehr gut finde, sind die Veranstaltungen zu einem bestimmten Thema,
wo die Institute aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Die erste, bei der ich dabei war, war zum Thema Wasser. Da haben wir hier Vorträge gehört, das war auch an diesem Ort, von Instituten, die vielleicht vorher gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass es was miteinander zu tun hat mit dem Thema Wasser. Zwei andere Beispiele möchte ich nennen zum Thema Digitalisierung und zum Thema Elektromobilität. Da wurden in die Diskussionen, in die wissenschaftlichen Diskussionen, auch eine Fachkollegin zur Digitalisierung und ein Kollege zur Elektromobilität mit eingebunden und hatten die Gelegenheit, diese Nutzerperspektive mal einzubringen, die ansonsten in Forschungsdebatten sehr schnell hinten rüberfällt, weil man erstmal rein das Forschungselement sieht. Ja, und also zusätzliche Perspektiven auch derer, die jetzt nicht in den Unis oder in den Instituten sitzen, die möglicherweise auch bohrende und kritische Fragen stellen, aber das ist gewünscht, das ist gewollt. Ja, so verstehe ich die JDF und es ist auch mein Erleben, dass es genug Gelegenheiten gibt, das einzubringen. Vielen Dank. Wir müssen, wie gesagt, so ein bisschen auf die Uhr gucken. Sie haben ja schon gesagt, was Sie in 5 Jahren machen wollen, anderen Anzug anziehen, aber vielleicht von allen von Ihnen für die kommenden 5 Jahre, was ist Ihr Wunsch an die JRF? Was sollte sie tun? Was sollte sie verbreitern? Was sollte sie betonen? Oder vielleicht auch in ein paar Jahren mehr? Ist vielleicht ein bisschen plakativ. Wenn wir in 5 Jahren auf die Erfolge der Scientists for Future zurückblicken könnten im Rahmen der JRF, fände ich das toll. Ich denke, 3 wichtige Punkte wären, dass die JRF noch stärker an die Universitäten ranrückt oder die Universitäten an die JRF, also die Verbindung gestärkt wird, zum Beispiel durch gemeinsame Berufungen in Leitungsfunktionen oder solche Instrumente. Zum Zweiten, dass die Kooperation in diesen Forschungsleitthemen weiter vorangetrieben wird, in diesen 4 oder meinetwegen auch in anderen Bereichen, die sich dann auftun können. Und dass der Transfergedanke im ganz breiten Sinne, wie das Ulrike Schell auch gerade gesagt hat, also sowohl im technischen und ökonomischen, aber eben auch im breiteren Sinne der gesellschaftlichen Transferleistung weiterentwickelt wird. Tja, ich würde mal sagen, als Akademiker ad multos annos, nicht? Die guten Wünsche, aber wenn ich jetzt so ganz konkret, jetzt bin ich selektiv an unsere Universität denke, ich könnte mir vorstellen, mit einem autonom entwickelt fahrenden Schiff vom DST mit einer Brennstoffzelle aus dem ZBT, feinstaubfrei gemessen und mit Nanotechnik vom Utah durch ein Wasser, dem IWW geprüft auf Kloakenklär und sonst wie frei, würde ich dann fahren mit einem trotzdem Personal ausgebildet vom Zentrum für Türkei-Studien und Integration aus dem Integrationsprogramm und würde dann die Stätten der Forschung des Instituts für jüdische Studien besuchen und wäre dann sehr zufrieden. Wow, jetzt haben Sie alle eingebunden. Großartig. Also in 5 Jahren habe ich dann hoffentlich einen neuen schwarzen Anzug an. Der dürfte abgetragen sein. Ganz wichtig wäre auch an die Vertreter noch des Landtages, die JRF auch auszustatten, dass sie weiterhin 5 Jahre gute Arbeit machen kann. Das kann im Zweifel auch mehr sein, als es bisher war. Spreche ich mal für die Institute, einfach eine sehr monetäre Bitte. Genau, an dieser Stelle war Applaus eingeplant, ja. Und das andere ist, dass es noch mehr so von diesen Projekten gibt, die wir gerade so in den letzten 2, 2,5 Jahren gesehen haben, wo auch wirklich Dinge auf einmal zusammenkommen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie zusammengehören, sondern dass es da an der Stelle auch einen Esprit gibt, nicht nur rein nutzungsgetrieben das zu machen, sondern wo man auch mal zusammensitzt und sagt, ist vielleicht ein toller Typ, der Forscher nebenan in einem der Instituten und da lässt sich was machen, weil dann kommt man auch mal auf neue Ideen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo Inspiration dann noch mal ein Stück weiter nach vorne kommen kann. Ja, eine etwas ernsthaftere und eine eher flapsige Antwort auf Ihre Frage. Die ernsthaftere, ich würde mich gerne des Bildes von Herrn Schultheis bedienen. Also die JRF hat ja gerade erfolgreich die Elementarkompetenzen gewonnen. Ja, die Kita ist fast überstanden und in 5 Jahren hoffe ich, dass die Grundschule erfolgreich absolviert ist.
und eine weiterführende Qualifikation angestrebt werden kann, nicht wahr? Die eher flapsige Antwort, wie Herr Barton es ausgeführt hat, ich komme aus dem fernen Osten, aus Ostwestfalen. Dort fühlt man sich also gerade im Erzbistum Paderborn doch dem Katholizismus in besonderer Weise verhaftet. Also, und da gibt es immer nur drei Dinge. Insofern, die Anzahl der Leitthemen möge bitte auf drei reduziert werden, weil kein Mensch kann sich mehr merken als drei Dinge. Danke. Gut. Es wird alles aufgeschrieben, es wird alles dokumentiert und in 5 Jahren überprüfen wir, was davon zustande gekommen ist. Danke Ihnen recht herzlich, herzlichen Dank für das Gespräch. Jetzt haben wir das mit der halben Stunde doch nicht ganz geschafft, aber fast. Ich darf mich bedanken von meiner Seite aus und das Schlusswort an dieser Stelle hat jetzt Christina Rau. Herzlich willkommen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte eigentlich in meinem Schlusswort nur einen großen Dank sagen. Einen großen Dank für die heutige Festveranstaltung, aber auch für die zurückliegenden 5 Jahre. Einen besonderen Dank an den Vorstand und die Geschäftsführung, die es wirklich für meine Gefühle sehr gut geschaffen haben, diese Brücke zu bauen von den wissenschaftlichen Erkenntnissen hin zu der Anwendung in der Gesellschaft. Sie haben wirklich ihr großes Wissen, ohne Wissen keine guten politischen Entscheidungen, zur Verfügung gestellt, sichtbarer gemacht, finde ich, durch die Johannes Rau Gesellschaft und die vielen Veranstaltungen, die sie organisiert haben, sodass die Politik Zugriff hat. Die Politik muss immer noch die Politik nach menschlichem Maß machen. Aber ohne, dass sie auf das Wissen der Wissenschaft zurückgreifen könnte, wären sie dazu nicht fähig. Und deshalb, ich habe den Namen seinerzeit gerne gegeben, weil ich finde, schon allein in dem Namen steckt ja drin, dass die Institute sich dem wissenschaftspolitischen Wunsch meines Mannes öffneten, nämlich Wissenschaft nicht für den Elfenbeinturm, sondern für die Gesellschaft, Anwendung in der Gesellschaft. Und also ich möchte mich einfach bei allen Beteiligten, bei Ihnen bedanken und habe mich sehr gefreut, heute mit Ihnen feiern zu dürfen. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich mich auch bei allen Vortragenden, allen Diskussionsteilnehmern bedanken, bei Ihnen für die Geduld. Wir haben ein bisschen überzogen, aber nur ein bisschen. Dazu gehört aber auch, dass man so ein bisschen mal vielleicht den Menschen dankt, die man sonst nicht so sieht. Ich darf vielleicht kurz Frau Thiemann hierher bitten. Das ist die junge Frau, die immer die Glocke gebimmelt hat. Und ich stellvertretend für alle, die hier hinter den Kulissen ganz viel geleistet haben, haben wir für Sie einen kleinen Blumenstrauß. Also sie hat nicht nur hier die Mappen gefaltet, die Schildchen gemacht, die Einladungen verschickt und, war immer für uns da und hat einen Großteil dieser Veranstaltung ermöglicht. Deshalb nochmal vielen Dank. Gut. Ja. Und als kleines Dankeschön für Ihre Geduld laden wir Sie jetzt ganz herzlich ein zu einem Imbiss. Genießen Sie die Zeit zusammen. Wir haben auch die Stände weiterhin geöffnet. Das heißt, Sie können sich hier jetzt in den Randbereichen informieren über die Aktivitäten der Johannes Rau Forschungsinstitute, gemeinsame Projekte und Ähnliches. Ich soll auch noch mal darauf hinweisen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, wer sich dafür interessiert. Extra auf dem Parkplatz hat das Zentrum für Brennstoffzellentechnik eine mobile Wasserstofftankstelle platziert. Also wer sich mal für solche Hochtechnologie interessiert, hat jetzt die Chance, einfach kurz rauszulaufen und sich das anzuschauen. Ich wünsche uns allen nette Gespräche, einen schönen Abend und hoffe, Sie demnächst wieder bei der JDF zu sehen. Vielen Dank. Applaus